Und im Wasser, was unruhig vor sich hin brodelt, Wellen schlägt, obwohl der Wind gar nicht über den See geht, steigt Nebel auf. In diesem Nebel sind eine kleine Gruppe von Reisenden in zerfetzter Kleidung mit Schweiß und Blut durchsifften Verbänden, mit Schürfungen, Schrammen und gezeichnet vom Alltag einer urigen Feudalwelt am Treiben. Der größte und breiteste von ihnen allen schlägt gerade die Augen wieder auf und merkt, dass er und die anderen wohl gerade nur mit der Nase über der Wasseroberfläche treiben, um sich möglichst klein zu machen, als ein großer Schatten über den See hinweggeflogen ist. In der Ferne hört man Rufhörner und gellendes Kreischen von reptilienartigen Kreaturen, was durch den Nebel halt. In einer Richtung, die Orientierung habt ihr noch nicht verloren, in einer Richtung ist ganz grob zu erkennen, dass es die Strömung herkommt und es ein bisschen flacher wird. Deine Rüstung trägst du nicht. Du warst auf eine Trage geschnallt, Fürstin. Und diese Trage, da lagst du ja nur drauf, sonst hätte man dich ja nicht runterschmeißen können, ist so weit, solange ihr gerade jetzt quasi noch mit den Knöcheln den Boden berührt, getragen worden, weil der Auftrieb wohl von dem Holz nicht ausgereicht hat, sodass du knapp über der Wasseroberfläche hängst, an deinen Füßen, weil das von der Schwerpunktlastung wichtig war, ist deine Rüstung verzurrt, noch hast du nichts verloren, noch ist deine Trage auch noch nicht umgestürzt, ein paar Vorräte hängen in den Satteltaschen des Esels und das ist gerade so die Welt um dich herum. Du bist ein guter Schwimmer, aber noch kommst du mit den Füßen ran. Rach, der urzeitliche Knochensammler, Knochenjäger, und schaffst den Überblick über die Situation. Das Wasser um dich herum hat grob 40 Grad. Ein gutes Wasser für ein heißes Bad, denkt sich der Städter mit dem Stadtrecht und Bürger dieser Welt. Hier draußen ist es dir ohnehin zu dreckig und vielleicht beeindruckt dein sauberer Duft nach dem Bad ja auch Mina, die Dienerin, die ein bisschen kürzere Beine hat als du und auf den Zehenspitzen stehen muss, während Janok, ihr Bruder, bequem die Trage auf der einen Seite hält. Hier ist der Spielball. Was tut ihr? Sorge, dass wir nicht viel tiefer hinein können, ohne Teil der Fischsuppe zu werden, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich rieche noch mal so am Wasser. Wir müssen zu diesem Kreuz. Gerade schieben sich wieder Nebelwände, die 10 Meter über euch, doch von in so einem Nachwind über die Nebelschicht drüber gezogen werden, schieben sich gerade wieder nach vor das Kreuz und es verschwindet wieder ein bisschen, dass man nur noch den Schatten erkennen kann, von was auch immer das ist. Lasst uns sehen, dass wir so nah rangehen wie möglich. Ich entledige mich meines Kettenhemds. Das wird bestimmt nicht flacher. Was heißt, du entledigst dich? Ich kann ja noch stehen hier. Ja. Nein, das ist ja ein Kettenmantel. Das würde ich so verstehen, dass ich das vorne öffnen kann. Dann würde ich das einfach öffnen. Willst du es hier lassen? Wir haben doch diese Trage am Esel. Da ist auch ihre Rüstung. Da würde ich das auch irgendwie dranhängen. Keine Ahnung. Das hält Jarlok auf der einen Seite. Wer hält das auf der anderen Seite? Muss einer von euch beiden sein, der das vorne stützt, weil der Esel ja mit den Füßen nicht mehr auf den Boden kommt und gerade schwimmen muss. Lord Kreuz, ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, Trage, Fürstin und Esel und alles da hinzugehen. Das wird garantiert viel heißer und es wird tiefer. Und dann müssen wir eine ganze Menge Zeug entweder wegschmeißen oder am Strand lassen, wo es verrät, dass wir hier sind. Haben wir nicht ein Seil, dann könnten wir es vielleicht versenken mit einem Schwimmer oben drauf. Guter Punkt. Und wir haben bestimmt ein Seil. Also ich fürchte nicht, aber ihre Rüstung. Also im Zweifelsfall können wir das Zaumzeug vom Esel verwenden. Also seine Zügel und so. Wir können ihn auch am Halfter fühlen. Der Esel. Brauchen wir ihn noch dringend? Ja, der trägt eine ganze Menge Zeug, das wir dringend brauchen. Was denn zum Beispiel? Sauschwere Musketen.
euch, eure Rüstung. Die sind doch jetzt sowieso alle nass. Jetzt. Meine Rüstung kann von mir aus weg. Versenken wir einfach erstmal alles, was zu schwer ist. Und dann sollten wir vielleicht tatsächlich nach vorne scouten. Kann man sich nicht, wenn da drüben der Zufluss des Flusses ist und dort dieses Ding. Brauchst du zum Schwimmen unbedingt dein Bein? Aber da wird's fürchterlich heiß, oder nicht? Wir sollten uns ein Boot besorgen. Ich will es nicht abmachen. Das ist die Frage, ob du schwimmen kannst. Nein, ich brauche es nicht. Mein Lord. Ich kann nicht schwimmen. Es wird sicher heißer da drin. Das ist doch die Quelle der Hitze. Dann brauchen wir ein Boot oder irgendwas, damit wir zumindest einen gewissen Schutz vor dem Wasser. Der Dampf wird schon schlimm genug werden. Warum solltet ihr nicht so viel quatschen? Hört ihr nicht die Geräusche von da drüben? Wir werden uns jedenfalls nirgends so mehr oder weniger unbemerkt ein Boot beschaffen können, wenn wir einen Esel, eine Frau auf einer Trage und die ganzen anderen Sachen dabei haben. Ich weiß, ich bin euer Klotz am Bein. Den Esel können wir loswerden. Bisschen leiser, bitte. Er versteht mich doch eh nicht. Ansonsten ist die Frage, wie schnell dieser Wasserpegel fällt. Und wenn wir jetzt noch etwas näher rankommen, könnten wir die Lage besser beurteilen. Ob es vielleicht einen Einstieg gibt oder derartiges irgendwas, wo wir hin können. Und solange nur ein Teil aus dem Wasser blickt, mit dem wir jetzt anfangen können, was ist denn das überhaupt? Wir auch nicht hin. Ich vermute, dass es eine Art Fluggefährt sein wird. Niemals. Ich hab's runterstürzen. Diese Diskussion müssen wir ja nicht jetzt führen. Wie wär's, wenn wir erstmal unseren Ort wechseln? Man kann doch ein wenig am Ufer so in die Richtung da so lang laufen. Ich beschleicht der Verdacht, die sind verrückt. Ich hab das durchaus gehört. Tja, aber jetzt bist du ja schon dabei. Als du die Worte zu Krach sagst, merkst du ja zugleich zusammen und er starrt während dem gesamten Gespräch angespannt in den Nebel, sowohl in die Richtung, wo das Schiff, als auch in die Richtung des Ufers. Und bei jedem Geräusch, das dir vielleicht jetzt auch auffällt, dass hier und da immer mal wieder so ein Dino schreit. Ach, und Lord Kreuz, ich kann nicht schwimmen. Krach. Ja. Du hörst, während du in den Nebel starrst und dich konzentrierst auf das, was um euch drum ist, irgendwo etwas zwischen den Wellen, die ans Ufer schlagen, den Stimmen, die sich halb gesenkt und gedrückt unterhalten, und diesen Schreien, die da immer wieder sind. Und zwar ganz leicht aus dem Nebel eine Art Klingen. Als würde irgendwo ein Schmiedehammer Eisen bearbeiten. Herzeles. Was hat er gesagt? Hört ihr das? Was genau? Ich glaube schon. Das ist wie Metall auf Metall. Die wollen bestimmt rein. Vielleicht versuchen sie schon, es zu öffnen. Dann lassen wir es doch durch den Nebel erstmal weiter so nah ran wie möglich und dann versuchen, das Gefährt an einer Schwelle zu umrunden, an der wir uns noch bewegen können. Ich kann nicht schwimmen und ich kann bald nicht mehr stehen. Ja, ich sehe den Punkt. Der Sancho dabei, danach zu gehen oder aufzumachen, was auch immer. Ich vermute, dass es gut gepanzert sein wird. Schauen wir mal, ob sie es überhaupt schaffen, aber wenn sie es schaffen, machen sie es dabei bestimmt kaputt. Je nachdem. Es ist abgestürzt. Also du kannst nicht schwimmen. Kannst du schwimmen? Nee. Kann ich eigentlich schwimmen? Obwohl, ich bin da schon geschwommen hier. Also dann gehe ich davon aus, dass ich das kann. Du weißt, dass du schwimmen kannst. Als du es das erste Mal probiert hast, hast du es intuitiv oder aus dem Instinkt rausgemacht und es hat sofort geklappt. Gut, dann ihr könnt alle selber entscheiden, wie das bei euch ist. Wenn ihr mal würfeln müsst und ihr habt es nicht auf der Liste stehen, dann geht ihr unter. Also wir haben zwei, die schwimmen können. Wie sieht das aus bei Janok? Kannst du schwimmen? Mina? Mina nickt eifrig und Janok sagt, sehr viel tiefer geht nicht. Also wir haben drei, die schwimmen und drei, die nicht schwimmen. Dann sollen die Schwimmer den Nichtschwimmern helfen. Wir müssen im Wasser ja hoffentlich nicht kämpfen. Ansonsten haben wir die Trage, die treibt auch auf. Wenn die Gewichte runter sind. Boah, das haben wir gebaut aus... Aus Holz, aber ja. Gut, also versenken wir erstmal die Rüstteile. Hier muss es doch irgendwo auch Treibholz auf dem See geben, dass wir zur Hilfe nehmen können. Ja, ist die Frage, wie lange wir jetzt in Ufernähe noch nach Sachen suchen wollen, wenn wir hier gesucht werden. Und wir haben zwei
zwei Meter, drei Meter lange Stämme, aus denen die Trage ist. Also Lord Kreuz, ich bin hier generell irgendwie außerhalb meines Elements im wörtlichen und auch im übertragenen Sinn. Ich weiß nicht so richtig, was für gute Stellung halten ist eine schlechte Entscheidung. Deswegen entscheide ich jetzt, wir versenken die Rüstungsteile und bauen einen Schwimmer, versenken den Esel, da wir ihn nicht hier lassen können und bei einer weiteren Übung können wir ihn nicht gebrauchen. Wir müssen zur Not einen Ersatz für den Rückweg finden. Können wir ihn nicht einfach vertreiben? Ich meine, hier laufen dann läuft ja ein Esel rum. Der bestätigt ja unseren Aufenthalt hier. Ich weiß, ihr seid befreundet, aber manchmal muss man halt Entscheidungen treffen. Wir können ihn ja auch selbst ertränken. Natürlich nicht. Ich werde die Kehle durchschneiden. Schreit er nachher. Der ist viel größer als ich. Ich kann ihn nicht ertränken. Das muss Lord Kreuz machen. Dann drückt ihn nur den Kopf unter das Unterwasser. Ich würde den Esel packen und runterdrücken. Ja, mach einfach mal einen routinierten, also plus 20 Stärkewurf. Ich habe eine 3 gewürfelt. Mit einer Hand. Erzähl, was du tust. Ja, während wir uns unterhalten, greife ich mit der rechten Hand nach rechts und schaue in den Kreis der Leute und drücke den Esel langsam runter. Den Schnauzer haben wir wieder zugebunden und würde dann warten, bis keine Luftblasen mehr aufsteigen. Ich werde in einer etwas hilflosen Geste versuchen, den Esel gleichzeitig zu beruhigen, indem ich die Seite streichle. Wahrscheinlich ein bisschen gefährlich und nicht sonderlich hilfreich. Währenddessen schaut Krach immer noch in den Nebel, aber er ist jetzt, hat sich ein bisschen bewegt und während dem Ganzen legt er dir die Hand auf die Schulter, Konrad. Ja, zum Glück ist mein Gesicht so nass, dass keiner meine Tränen sieht. Mina, Janok, baut ihr einen Schwimmer? Ein Stück Seil. Wir können die Trage auflösen. Was? Was? Mina, halt mich. Wir müssen die Trage auflösen. In 2 Jahren. Ja, dann schwimme ich ihr so entgegen, dass ich mich so an ihr festhalten kann. Beziehungsweise ich paddel drüber. Jetzt wird er noch nicht einmal gegessen. Dann müssen wir jetzt die Trage aufmachen. Temperat, du hast verschwunden. Was schwimmt denn gut? Ein aufgepusteter Trinkschlauch. Ah, der ist ja ohnehin leer. Meine Großmutter. Ja, das kriegt ihr auf jeden Fall hin. Es dauert ungefähr 5-10 Minuten, bis ihr euch des Esels, der Rüstungen und der ganzen Ausrüstung, der Satteltaschen entledigt habt. Ein Stück Seil, 2 Meter Länge und so ein Trinkschlauch sorgen dafür, dass das Ganze vielleicht wiedergefunden wird. Und dann lasst ihr das einfach genau hier. Während diesen 5-10 Minuten werden die Schreie ein kleines Stück leiser. Aber sind immer noch zu hören, teilweise von unterschiedlichen Richtungen. Ja? Man hat so das Gefühl, als würde hier mal ein Ruf herkommen und da mal ein Ruf herkommen, aber wohl doch durchaus mehr als hunderte Meter entfernt. Und hat irgendwas mit Kommunikation zu tun. Und ansonsten hört ihr, dass irgendwann mal während diesen 5-10 Minuten etwas, was sich anhört wie ein großer Lederlappen oder ein großes Tuch, was im Wind schlägt, über euch oder, naja, nicht über euch, sondern eher so Richtung Seemitte zu hören ist. Wie so ein Knack, wie so ein Schlagen von einem Segel oder einem vielleicht auch einer Schwinge. Mhm. Aber sehen tut ihr nichts weiter während dieser Zeit. Gut, wenn wir dann fertig sind und die Trage aufgelöst haben, dass die Nichtschwimmer quasi zwei aneinander gebundene Stämme haben, wo sie zumindest ihre Arme drüber hängen können, zum Treiben. Das klappt tatsächlich ganz gut. Also wollten wir dann, denke ich, jetzt näher ran, so weit wie es geht, solange es nicht so heiß ist, dass wir jetzt alle anfangen, irgendwann zu kochen. Tot zu sein. Genau, tot zu sein. Durch. Ach, durch, ja, okay. Lord Kreuz. Wisst ihr, was ein Dampfhaus ist? Oder eine Dampfhütte? Wäre doch konkret. Also das bei uns im Zunfthaus, da haben wir sowas. Und das macht man, also ne, da geht man rein, um richtig zu schwitzen. Und da wird Feuer gemacht und Wasser verdampft. Da drin ist es richtig heiß. Ist das was mit Zubereitung von Lebensmitteln zu tun hat? Nein, das ist für die Gesundheit. Also normale Sterbliche haben manchmal Gliederschmerzen und solche Dinge. Worauf willst du hinaus? Naja. Glaubst du, das ist gesundheitsförderlich, was wir hier tun? Nein, eben nicht, weil wenn man nicht keine Ahnung davon hat,
also nicht weiß, worauf man achten muss oder beigebracht oder auf die Zeit achtet, da sind so Sanduhren drin. Wenn man nicht auf die Zeit achtet, merkt man nicht, dass man schon zu heiß ist. Hast du Ahnung von sowas? Nein. Ich war da einmal drin. Gut, sollte irgendjemand anfangen, besinnungslos zu werden? Dann ist es zu spät, das ist das Problem. Ja, dann soll er das ruhig tun. Unser Nebenmann sagt Bescheid, dass es passiert ist und dann gehen wir weiter zurück. Oder Frau. So oder so, es werdet wahrscheinlich nicht ihr sein, dem das als erstes passiert. Das ist für mich irgendwie beruhigend. Ihr entscheidet, wie tief wir reingehen. Und wenn er sagt, es reicht, dann bleiben wir auf der Höhe und umrunden dann das Zielobjekt. Man muss sich danach zügig abkühlen, wenn man überhitzt. So viel weiß ich. Einen Vorschlag machen. Naja, du bist ja schon dabei. Na gut, dann mache ich jetzt einen Vorschlag. Wir haben doch Grach. Grach kann doch sicherlich unheimlich gut schleichen. Ihr könnt bestimmt auch gut schleichen, oder? Ich halte da nicht viel von. Ja, Grach kann bestimmt sehr gut schleichen. Das könnt ihr doch, das oder? Das Konzept ist mir vertraut, aber ich halte da nicht viel. Ich kann das auch. Ein bisschen. Dann könntet ihr beide doch, wenn wir uns versuchen, jetzt, da wir keinen Esel mehr haben, uns irgendwo zurückziehen und ihr könntet zumindest mal das Ufer observieren. Ich meine, wir haben nur diesen einen kleinen Teil. Im Wasser schleichen kann ich nicht besonders gut. Ich meine nicht im Wasser. Dass wir in Richtung des Flusses das Wasser verlassen. Und dass wir von außen, um aufzuklären. Was bringt es uns, wenn wir hier blind im Nebel stochern, wenn auf der anderen Seite mehrere Schiffe stehen, man vielleicht sogar aufgrund der unglaublich vielen Menschen, die hier sind, sich irgendwie... Was soll hier im Wasser nie wieder? Der Nebel war auch außerhalb des Wassers. Ja, natürlich, der schützt uns doch. Ja, deswegen ist es gut, dass er da ist. Wir sind ja nicht orientierungslos. Wir wissen, wo das Zielobjekt ist. Wenn es wärmer wird, hier gibt's kommen wir näher ran. Wenn es wärmer wird, kommen wir weiter weg. Und können uns vielleicht, je nachdem wie die Menschen die gekleidet sind, ja, vielleicht tragen sie Kutten. Ich bin dagegen, uns aufzutrennen, weil dieser Nebel verhindert, dass wir entdeckt werden. Das gilt auch, wenn wir uns trennen. Da habt ihr recht, aber ich bin nur an einer Last, wenn wir schleichen. Im Wasser ich denke nur, treibst du genauso wie alle anderen Nichtschwimmer. Man sollte es mal aufklären. Gut, aber wir trennen uns nicht. Wir trennen uns nicht. Sonst finden wir uns nicht wieder. Das mag sein. Und wir können ja schlecht nacheinander rufen. Aber das ist in Ordnung, dass du das vorgeschlagen hast, weil du eine Frau bist. Ich nicke dir zu. Und dann wende ich mich ab, um das Gesicht nicht sehen zu müssen. Ich hänge noch so an Limina, diese fiese. Und ich war stolz, dass ich den gerettet habe. Ja. Die Alternative wäre, er wird jetzt nicht verärgert, aber tot. Unangenehmer. Außerdem habe ich dich auch gerettet. Das wollte ich damit sagen. Wie konntet ihr das hören? Dein gezählter Frequenz ist, die den Nebel gut durchdringt. Deswegen hör am besten damit auf. Ich beiße die Zähne so fest, dass meine Wangenknochen hervortreten und ich leicht bläulich werde. Das nehme ich hin. Ja, ich weiß nicht, dann... Also ich würde jetzt Richtung näher rangehen und dann anfangen zum Runden. Ich weiß, kommt irgendwer mit? Ja, ich bleibe in der Nähe von Lord Kreuz auf jeden Fall. Kannst du hier an seinem Rücken doch festklappen. Er ist nicht haarig genug. Ja. Schön. Und Wasser kränkt. Achso. Mein Grocksfell ist fast wie Brusthaar. Und Rückenhaar. Ich werde mich wie ein Affenbaby an dich klappen. Oh, wie romantisch. Du kannst jetzt eine Muskete mit mir über die Schulter. Habt ihr euch geeinigt? Wir gehen näher ran, so weit, bis wir noch nicht gekocht werden. Und dann umrunden. 10 Schritte weiter. 10 Grad heißer. Nein. Wird es... Der Schatten wird ein bisschen konkreter, der dort im Nebel liegt. Aber gleichzeitig wird es langsam so die Grenze, die man nur noch schwer aushalten kann. Also wir wollen in einen Bereich, wo wir glauben, das auch einige Minuten bis Stunden aushalten zu können, während wir das Ding jetzt umrunden. Dann solltet ihr genau hier jetzt nicht mehr näher rangehen. Und dann fangen wir jetzt an, wo so drumherum zu kommen. Auch wenn ihr seitwärts geht, wird das Wasser noch mal ein Stück heißer. Also ich glaube... Zwar nicht so schnell, wie wenn ihr euch annähert, aber wenn ihr seitwärts lauft, wahrscheinlich wird das...
10 Schritte weiter. Weit 3 Grad heißer. Also, ich glaube nicht, dass wir so da dran kommen. Gerade so könnt ihr jetzt das Ufer nicht mehr sehen. Mina muss schwimmen. Die Nichtschwimmer halten sich an den Hölzern fest. Ihr könnt noch auf den Zickenspitzen stehen. Nordkreuz kann bequem durchschreiten. Ich glaube nicht, dass wir so zum Ziel kommen. Irgendwas nicht lebendig. Wir müssen erstmal einmal zum Runden. Wir werden ja auch auf den Feind treffen. Ja, aber wir sollen ein kühleres Wasser gehen dafür. Dann gehen wir weiter zurück, aber wir sollten sehen, dass wir von der Küste möglichst nicht gesehen werden. Ja, natürlich. So nah, dass ihr gerade noch bequem reisen könnt, es länger aushalten. Und man sieht jetzt auf der Uferseite in den Nebel immer mal wieder einen Uferbaum oder einen Stein oder irgendwas, was das Ufer beschreibt, rausragen. Nach etwa gefühlt einem halben Stundenglas, welches ihr durch das heiße Wasser schreitet. In einer Entfernung, dass ihr es noch gut aushalten könnt, tauchen auf einmal vor euch Schatten auf. Die bewegen sich allerdings mit der Strömung und sind mehr groß, stoisch und Objekte als Personen. Als ihr näher kommt, seht ihr, dass etliche kleine Holzstücke im Wasser schwimmen und eine Silhouette von etwas, was aussieht, als hätte es mal einen Mast gehabt und wäre aber in Trümmer gebrochen, dort im Wasser hängt. Mehr einer Art Strömung folgend und nur mit einigen Teilen vollgesogen und auf Grund gegangen, liegt ein in die Brüche gegangenes Drachenboot dort. Sieht es aus, als wäre das Wasser vielleicht immer noch im Grund gelegen hat oder irgendwas, was die jetzt hier angeschleppt haben, was dann irgendwie zerstört worden ist? Der See ist ja auch ein ganzes Stückchen flacher geworden, also im Rotlicht verfault oder? Recht frisch. Ist es typisch für das Königreich der Schatten? Ja. Also ich kenne diese Art von Schiff und das wird ja wohl okay. Flusstauglich. Ob da wohl Sachen zum Verkleiden noch drauf sind? Auf jeden Fall ein Schiff, das Königreich zu schaffen. Kannst du gucken, was dort passiert ist? Wenn wir jetzt mit allen dorthin gehen und dort noch irgendjemand dazwischen ist, fahren wir womöglich auf. Mhm. Dann würden wir genau hier warten, dass du uns wiederfindest. Dann soll er doch den Wurzelmacher mitnehmen. Der kann aber nicht schwimmen. Und hier kann man auf Zehenspitzen gehen, hast du gesagt, ne? Also mit so einem Holz kann ich bestimmt in die richtige Richtung paddeln. Hier ist ja keine Strömung. Gut, dann ihr beide, klärt auf. Vielleicht bleibt ihr auch so, dass der Grach noch weiter reingeht, damit er dich noch sehen kann und du uns gegeben hast. Ihr seid 20, 30, 30 Meter vom Ufer entfernt. Kann man sagen. Ihr beide geht also los. Mhm. Ihr bewegt euch Richtung dieses Bootwracks. Ja, wir bleiben aber zusammen. 10 Meter näher dran. Merkt ihr, dass es majestätisch vor euch aufragt. Kein Schiff mit besonders viel Tiefgang, sondern wirklich eines, was eher sehr flach im Wasser liegt. Und ist irgendwie ziemlich mittig zerbrochen. Ihr seht einen Mast, einen Einmaster, den es hatte. Und dieser Mast, der auch zufälligerweise ziemlich mittig war, ist aus der Verankerung gerissen und liegt das Segel noch grob über die Überreste ragend dort drüber. Ist da irgendetwas, wie zum Beispiel Brandspuren oder so? Also irgendwas, das darauf schließen lassen könnte oder eingrenzen würde, warum das Boot kaputt ist, Schiff kaputt ist? Mhm. Oder Klauenspuren? Ich meine, hier in so einem See. Hat jemand von euch, na, am besten würfelt derjenige von euch beiden, der klüger ist auf Intelligenz. Der jeweils andere gibt ihm noch einen Bonus von plus 10. Ja, ich habe 2 Punkte mehr als du, also würfel wohl ich. Dann kriegst du plus 10. Kann einer von euch Spuren lesen? Ja. Dann kriegst du plus 20. Nee. Warte halt noch. Und es ist ein routinierter Wurf, womit du bei plus 40 wärst. Ja, mit plus 40 habe ich es geschafft. Um wie viel Erfolg ist gerade? Warte, lass mich rechnen.
Oh, warte, meine Intelligenz ist doch gar nicht so schlecht. Ne, das steht drunter. Okay. 40 drauf, 71. Ne, einfach nur geschafft. Ihr lest die Spuren und du findest raus, es hat keine Brandspuren. Auch wenn der Teer von außen, den dieses Schiff dicht macht, an vielen Stellen, sag ich mal, vielleicht weich geworden ist. Ja. Aber der Mast, dem fehlt ein Stück. Es ist so, als wäre der Mast, aus dem Mast ein Stück rausgerissen. Wie weit halb des Decks oder ist der richtig auch aus dem Schiff rausgerissen worden, der Mast? Irgendetwas hat den Mast quasi, ich sag mal, einen Meter über dem Schiff oder einen halben Meter über dem Schiff, da wo du es von hier aus sehen kannst, rausgerissen und der Stumpf ist noch zu sehen. Ja, und die Oberseite des Mastes ist irgendwie auch gebrochen. An dieser Stelle muss er mit Macht durchtrennt worden sein. Gefällt. Könnte ein Glückstreffer durch einen Katapult gewesen sein oder so. Oder eine Kanone. Ja, Kanone ist plausibel. Vielleicht, ja. Ihr kennt sowas aus der Königsstadt. Es gibt dort so Kugeln mit Ketten dazwischen, die man quasi speziell für sowas nimmt. Kenne ich beides nicht. Ein großes, so wie mein Gewehr, nur viel größer. Mhm. So einen kopfgroßen oder größeren Stein oder eine Eisenkugel schießt. Ansonsten seht ihr kein Lebenszeichen und es scheint sich nur durch das Wasser und die Wellen zu bewegen. Wir sollten uns mal umsehen, vielleicht finden wir was, womit wir uns vergleichen können. Mhm. Weißt du, wie die sich anziehen, diese Schattenleute? Die haben Soldaten in deren Trachten. Okay, gut, wir haben die ja sogar gesehen bei der Schlacht da am Pass, an der Brücke. Über den getretenen Rumpf und die Ruder, die da noch raushängen, könnt ihr bequem wie eine Leiter hochklettern und einen Blick aufs Schiff riskieren. Zahlreiche Seile, die einst irgendwie das Segel gehalten haben, hier kreuz und quer gelockert und verknotet. Manche Ruder hängen noch in den Seilen und tatsächlich sind in den Seilen verflochten drei Ruderer, die auch die Kluft des Fürstentums der Schatten tragen, die da drinnen hängen und augenscheinlich tot sind. Sind die schon verwest? Nein. Die sind definitiv nicht älter als 2 Tage alt. Mhm. Hier ist also vor kurzem irgendwas passiert. Wie groß sind die? Würden die Sachen uns passen? Euch beiden schon. Ja, ihm ja nicht, ist klar. Und Janok? Auch definitiv. Es ist viel weniger uniform als ein grobes Sammelsurium von Tierzähnen, einzelnen Rüstungsteilen, gepaart mit den Farben des Fürstentums der Schatten. Blutrot und schwarz. Also im Grunde, wenn wir ihm ein Tuch, das wir finden, in den passenden Farben überhängen würden, müsste er nicht mal seine Rüstung ausziehen, oder? Er trägt dunkle Farben mit roten Akzenten und das ist so wild, dass man das einfach drüber tun kann. Na, dann würde ich mich umziehen, weil meine Klamotten sind ja doch echt eindeutig. Ja. Ihr habt... Und die Leichen irgendwo unter Deck verstecken, weil nackte Leute sind verdächtig. Ich helfe mit beim Bekleiden der Leute. Schaue mich natürlich auch mal um, auch hier was unter Deck ist oder sowas. Es gibt kein Unterdeck. Ein Drachenboot ist nur deshalb flussfähig, weil es quasi so... Achso, weil der Tiefe... Ja. Manchmal sind da so Zelte drauf oder so, aber das ist alles zerrissen und weg. Ja. Es war wirklich nur so eine langgezogene Schale. Ja. Ist denn da irgendeine Form von so Ladung oder irgendwie Zeug noch drauf, außer den Ruderresten und den drei Leuten? Nein, tatsächlich überhaupt nicht. Ja, gut. Entweder die Ladung ist gelöscht oder untergegangen oder es hat er keine, aber das weiß man nicht. Wie viele Ruderer wären hier, also man kann die Dimensionen ja sehen ungefähr, wie viele Leute hintereinander? Ein Schiff mit 20 Ruderern bestimmt. Ja, da sind ja nirgendwo Leichen. Das hat so eine Länge von ungefähr...
knapp 20 Meter. Okay, also so oder so, irgendwer hat die Sachen mitgenommen. Was auch immer hier noch drauf war. Nur die drei hat man zurückgelassen. Tod, bringe die Kornen was. Müsste man die nicht irgendwie bestatten oder so? Ich weiß nicht, wie das bei denen ist. Ja, dummerweise, ich auch nicht. Ja gut, zumindest sehen wir jetzt schon mal aus, wie welche von denen. Das war schon mal gut. Hey, nehmen wir noch 5 Meter Takelage mit. Wir hatten vorhin kein Seil. Jetzt haben wir welches. Er hatte vorhin Seil. Ach so. Ihr habt doch diesen Schwimmer gemacht. Mhm. Ihr habt vorhin aber auf jeden Fall Seil verloren. Boah, mir kommt gerade so eine Idee. Wenn wir Trümmerteile mitnehmen, die so schwimmen, dass da drunter Platz für den Kopf ist, können wir uns da drunter verstecken, wenn ein Vogel kommt und weiteratmen. Ist hier irgendwas geeignetes? Ist von, weiß ich nicht, einem halben Fass oder so bis hin zu irgendwie einem Stück gebogenem Rumpf bis hin zu irgendwie einem Beiboot. Oder die Beiboote werden ja auch schon weg sein. Ja. Im Grunde reicht ja auch ein Haufen Seile mit Zeug drin, die wir uns genau. auf den Kopf setzen. Irgendwie hat, jetzt hatte so eine richtige Reling. Da waren Schilde drauf. Ja, richtige Rundschilde. Mhm. Teilweise mit Fell bespannt, teilweise mit Drachenboot bemalt. Und irgendetwas hat diese Rundschilde weggesägt. Manche sind zerbrochen, manchmal sind die Aufnahmen kaputt, aber vorne und hinten, wo diese beiden Teile aus dem Wasser ragen, sind noch Rundschilde zu sehen. Ja, wenn wir daraus irgendeinen Trümmerhaufen mit Seil und Segelresten machen, wo wir einfach drunter sein können, dann... Wenn du dir das vorstellen kannst? Ja, im Grunde. Man muss ja nur irgendwie einen halben Kopf aus dem Wasser halten und dann, wenn man so Seilkonvoluten, Schild oder was weiß ich was dabei hat, dann wie gesagt, sieht das einfach aus wie Treibgut, ja. Dann kann sich dein Charakter das auch vorstellen und wird es bauen. Weißt du, was heißt bauen? Ja, hilf mir mal. Wenn ihr im Wasser steckt, reicht es für ein Schild. Ja, wir hier denn, das ist halt nur auffällig. Deswegen will ich halt so eine Art Trümmerinsel. Ja. Ding, wo wir alle irgendwie drunter passen im Notfall. Habt ihr irgendetwas, was euch hilft, das zu herzustellen? Ja, jede Menge Seile. Überleben? Überleben? Achso. Ein Schwert, das mir beim Zerteilen hilft. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall eine einfache Sache. Einfach heißt leicht. Ich habe zumindest ein Handwerk. Plus 30. Gelernt. Welches Handwerk? Büchsenmacher. Okay. Ey, da arbeitet man mit Holz. Eine Kanone draus gebaut. Ja. Also Büchsenmacher. Kannst du würfeln. Es ist wirklich leicht, das heißt, es ist ein plus 30 Wurf. Wenn der euch gelingt, dann... Ich unterstütze ihn natürlich. Wenn ich bei plus 40, dann... Nee, das reicht nicht. Dann bleibt es wohl bei dem Schild. Okay. Auch nicht, wenn wir mehr Zeit dafür erübrigen. Es ist einfach so, dass du es nicht so hinkriegst, dass es deine Konturen verwischt. Es wird aussehen wie vielleicht... Jemand, der sich ein Schild über den Kopf hält oder ein treibender Schild. Du kriegst es nicht so weit abgetarnt, dass du tatsächlich der Unratberg bist, der im Wasser treibt. Du kriegst es nicht auf Level 3 gut. Ach klar. Scheiße. Obwohl das leicht war. Soll man jetzt unterstreichen. Aber na gut, wir sehen ja auch einfach nur aus wie Tote, die im Wasser treiben im Notfall. Das kriegt man ja hin. Mit der Uniform auf jeden Fall. Müssen wir nur noch Lord Kreutz irgendwie. Die sind jetzt schon eine ganze schöne Zeit lang weg. Während ihr zurückgeblieben seid. Wir wären ja wahrscheinlich noch in Hörweite, wenn man laut wäre, oder? Ja. Okay. Ich denke, wir sind zurück. Ist auch vorgestellt. Hier im Wasser. Ist auch nicht kalt, ist angenehm. Scheiße. Richtig. Und ich beobachte das Umfeld auch immer mal wieder zur Seemitte hin, auch wenn es mich da hinzieht. Und ich nestle am Arm von der Mina herum, unter Wasser so. Während ihr da hängt, nehmt ihr Folgendes wahr. Erstens, auch ihr hört aus der Ferne den Schlag von Eisen auf Eisen. Zweitens, auch ihr hört zweimal während der gesamten Zeit, dass ihr da wartet, dass irgendwo etwas im Wind schlägt. Wie so ein Segel oder sowas. Oder eine flexible Fläche im Wind schlägt. Und dann, nach einer langen Zeit, etwa ein halbes Stundenglas wieder oder was, kommen zwei Gestalten aus dem Nebel gewankt, die ihr erst für irgendwelche Seeschrate haltet, mit
Seil, Takelage und Schilden und schlurfen auf euch zu, aber von ihrem Verhalten her gehen sie zu zielstrebig auf euch zu, als würden sie wissen, dass ihr da seid. Und dann seht ihr im Nebel die Gesichter von Krach und Konrad Büchsenmacher aus den groben, urigen, uniformartigen Gewändern von Seeleuten des Fürstentums der Schatten mit Schilden über dem Kopf auf euch zugeschlurfen. Da seid ihr ja wieder. Eine Verkleidung? Tarnung. Da waren drei Tarnung oder übergelaufen? Wenn wir übergelaufen wären, wäre ja wohl dumm, hierher zurückzukommen, oder? Ohne Hilfe. Ich hatte das nicht als Ausschlussgrund. Was hat sie getötet? Sieht aus wie vielleicht ein Kanonenschuss oder... Okay. Also ja, das also wahrscheinlich der runterfallende Mast hat wahrscheinlich ein paar von denen erschlagen. Aber wer hat denn den Mast zerstört? War der Mast gesplittert oder war er glatt abgetrennt? Ultra zersplittert. Zersplittert, wie beim Kanonenschuss. Oder bei einem Sturm oder einer Lawine. Ja, die kenne ich nicht so gut. Weiß ich Legenden von irgendwelchen Tieren, die im stillen See, im ruhigen See wohnen? Eine Seeschlange, die Seeschlange vom stillen See. Man erzählt sich da schon immer mal was. Oder erzählte sich immer was, weil das ist ja der große See. Aber die meisten dieser Legenden münzen tatsächlich im großen Meer, was dein Heimatland umgibt. Und dass da was schon aufwärts geschwommen ist, das hält die junge erwachsene Fürstin für recht unwahrscheinlich. Kinder kamen, ja, alles klar. Aber der See ist schon groß. Auf jeden Fall hatten die Zeit, anschließend mit allem was Wertvolles abzuhauen. Die haben nur die drei Heinis da zurückgelassen, weil die so in den Seilen hingen. Das heißt, die mussten vielleicht abhauen, aber so, sagen wir mal, ich frage mich ja, was die Schiff dann wirklich zerstört hat. Dann muss ja sonst eine andere Partei sein. Du hast auch so eine Uniform an, ja? Möglicherweise. Ja. Und wir haben auch Janok eine mitgebracht. Hat das Ziel auch noch Verteidigungsanlagen. Janok ist umgezogen. Passt ein bisschen schlecht, aber funktioniert schon. Waffen. Also ist nicht verbrannt oder so, der Mast. Wirklich irgendwas. Ich würde mal imperiale Armeetechnik gerne würfeln, Gregor. Bezüglich der Aussage des Lord Kreuzes, dass das Objekt, was dort im Wasser liegt, gegebenenfalls Verteidigungsanlagen haben könnte. Verteidigungsanlagen? Okay. Ich habe das, wäre bei mir auf 31. Oder Allgemeinbildung Krieg. Also, diese Boote transportieren normalerweise eher Entermannschaften oder Plünderer. Ich meine, das Ding, was da, das, ich schätze ja, das ist ein Schiff, was da runtergekommen ist. Und der Pacificus hat mir ja einiges erzählt. Hat mir auch erzählt, dass es auch bewaffnete Arten von diesen Maschinen gibt. Das kannst du kannst es einfach vom Winkel her, kannst du es dir noch nicht vorstellen. Du müsstest es ein bisschen näher sehen, um dein Wissen über diese alten Zeichnungen quasi um die SDKs sozusagen anzuwenden, zu vergleichen. Weil es irgendwie schräg und alles seltsam. Ja, aber in jedem Fall ist es feinfrei und wir können die Richtung weiter vorrücken. Ja, ich habe hier mal so ein bisschen Zeug mitgebracht. Dann sehen wir vielleicht aus wie ein Haufen Leichen, die im Wasser treiben. Ach, sehr schlimm. Hier, ich tausche mit dir. Ist das das Leichenkostüm? Vorbereitet. Stimmt da drum raus. Ah, oh ja. Und du gibst mir deinen Kettenmantel zurück. Ja. Du kannst auch meine Musketen haben, die liegen ja auch irgendwo im Wasser. Einfach nur. Bei Gelegenheit. Wir hätten auch genügend Holz, um Floß zu bauen. Und je nachdem, wie lange das dauert, vielleicht auch einen Platz zum Schlafen. Auf dem Boot. Schlafen sehen wir aus wie Leichen. Eine Operationsbasis. Die wissen, dass da Tote noch sind. Gut, aber heute sind wir, denke ich, noch nicht zu erschöpft, um auch weiter vorzurücken. Aber es ist nicht ein guter Ort für einen Rückzug. Falls wir es wiederfinden. Ich möchte mal sagen, das ist für mich gerade der richtige Ort. Um euch jetzt da zu lassen. Richtig. Wenn wir euch irgendwo entlassen wollen, hätten wir euch auch in der Stadt lassen können. Naja, sie hat aber nicht Unrecht. Darauf wird man sie eher einfach für einen Toten halten. Jetzt ist die Frage, wie viel hält das Fürstentum der Schatten von Bestattungen? Also kommt da irgendwann jemand zurück, um die Leichen zu bestatten? Oder lässt man die da einfach liegen? Ist in Ordnung. Ich habe mich nicht dazu überreden lassen müssen, eine Verwundete zurückzulassen. Sehr barbarisch sind die Bräuche im Fürstentum. Die würden eher ihre Toten essen.
Wahrscheinlich, was du dir am ehesten vorstellen kannst, ist verbrennen. Ja. Aber dafür kommen wir ja vielleicht auch zurück. Aber dieses Verbrennen? Wer weiß. Ich nicht. Ich denke, die haben momentan, wenn man dieses klopfende Geräusch hört, anderes zu tun. Also, das ist vor 2 Tagen oder so kaputt gegangen ist. Die waren nämlich noch nicht verwest. Mhm. Und hier ist echt warm und feucht. Stimmt. Dann sind wir nicht die Einzigen, die hier gegen die kämpfen wollen. Gut, also platzieren wir euch jetzt auf diesem Boot. Ja. Und rücken dann weiter vor und klären auf, was die da tun. Richtig. Und wie viel Zeit uns das noch gibt, was die da tun, je nachdem, was das ist. Meinem Bein und mir tut ein wenig Ruhe gut. Was ist mit Mina? Sie wird natürlich auf mich aufpassen, genauso wie Janox. Ich würde auch sagen, die beiden bleiben da, allein um sie zu beschützen oder im Zweifelsfall, um ihren Standort wechseln zu können. Wenn sich aus Janox Verkleidung kann man auch irgendwie Sachen machen, die plausibel 3 Tote als von denen ausweisen würden. Wenn man das ein bisschen zerteilt und oben drauf liegt oder so. Außerdem können sie auch noch Segeltuch drüberlegen. Stimmt. Gut, dann machen wir das. Dann deponieren wir euch jetzt da und rücken dann weiter vor. Und dann wissen wir dann, wo ihr seid. Ihr solltet nur unbedingt vermeiden, wenn es nicht sein muss, diesen Standort zu wechseln, weil es wirklich schwierig wird, euch wiederzufinden. Verstanden. Und falls ihr euren Standort wechseln müsst, hinterlasst irgendeine Nacht, wo ihr hin seid. Habt ihr Waffen? Also ein Schwert. Ja, aber mir ist da nur eine. Janok, hast du eine Waffe? Nein, die haben wir doch versenkt. Ja, die Musketen haben wir versenkt. Ja, ich habe ein Messer und einen Knüppel. Wunderbar. Ja, da ist auch genug Holz, um sich größere Knüppel irgendwie zu suchen. Ansonsten sollte bei Feindkontakt Rückzug auf jeden Fall auch eure erste Idee sein. Hattet ihr gesehen, ob es ein einfaches Drachenboot ist oder hat es einen Unterdeck? Nö, es ist nur. Also, man steht direkt auf den Planken, die. Ich verstehe. Ne? Also, ich habe noch nie so eins gesehen, so oder so nicht. Ich bin mit sowas eher. Die Königsstadt hat auch keinen Hafen, ne? Die ist da hoch in Bergen. Gut, dann weiter, aber leise weiter vorrücken. Das heißt, ihr geht jetzt alle zu dem Boot? Ja, und lassen dann da die Verletzten mit den 2 Wachen zurück. Als ihr da näher hingeht, seht ihr auch dieses, was ich vorhin beschrieben habe, dass es in der Mitte zerbrochen ist. Mhm. Der hintere Teil liegt irgendwie auf Grund. Der größere Teil, ja, während der vordere Teil, der noch diesen zertrümmerten Rest von dieser ehemaligen Drachenfratze noch da vorne hat, so leicht mit den Wellen auf und ab sinkt. Und quasi so dieses Vorderboot, dieser Bug, ja, in den Wellen liegt und eigentlich nur noch in der Takelage hängt. Mhm. Aber dafür auch nicht weggetrieben werden kann, weil es ja an dem untergegangenen Stück hängt, oder? Mit der Takelage, genau. Das ist quasi Seilwirrwarr. Und da gibt es auch ein Segel, unter dem man sich verbergen kann? Ja, so ein Fetzen gerissen. Zeigt das Segel irgendwelche Schmauchspuren oder irgendwelche anderen Schäden? Alles, was ihr an Schäden seht, ist stumpfe Gewalt gewesen. Ich würde gerne ein Sturm. Mal, okay. Ein Sturm. Mhm. Bin ich sicher, dass das ein Sturm war? Nein. Ich würde gerne mal darauf würfeln, zum Beispiel Allgemeinbildung Krieg oder Techgebrauch, Armeetechnik. Für dich sieht's aus nach stumpfer Gewalt. Okay. Als hätte Gott mit seiner Hand gegriffen. Knack! Das Boot will ich jetzt nicht mehr. Knack! Kaputt. Es hat ein überdimensioniertes Kind damit gespielt und zerbrochen. Und sie ist keine Kerben ansonsten, die irgendwo reingehackt haben, sondern tatsächlich irgendwie. Sieht man Blut auf dem Holz? Ja, aber die Spuren sind älter. Man sieht tatsächlich auch, dass das Boot an sich älter ist. Aber hat schon viele Spuren, aber frische Spuren sind nur von Mast stürzt ein, zerbrochen, Gewalt, Gegensteine, irgendwas. Aber mir fällt auch nichts ein, was einen so großen Gegenstand oder so ein großes Objekt so roh einfach zerstören kann, oder? Mhm. Gut, ich denke, ich bin dir sicher. Das denke ich nicht. Bein ausweichen. Tut das noch weh? Selbstverständlich tut es noch weh. Darf ich es mir mal anschauen? Nein. Danke. Verstehst du was von Heilkunst? Wie bitte?
Ja, dann lass ihn noch gucken, wenn er was von Heilkunst versteht. Ach so. Er denkt, er will das nur zum Spaß. Das weiß ich. Aber sein Mann ist, ja. Schau drin, als würde mir das Bein nicht gehören. Die Wunde ist ein wenig hoch. Ihr sollt nicht so laut sprechen mit eurer kreischigen Stimme. Ich bin überhaupt nicht hoch. Mina, hilf ihm bitte. Nur was nötig ist. Mhm. Sagt sie streng. Ich werde stocksteif. Öffnet eine Tasche irgendwo. Eine der vielen Taschen, die an den Klamotten sind. Und holt da eine Glasflasche auf. Mit einem alten, abgewetzten Papier drauf, wo man nicht mehr lesen kann, was das ist. Macht sie auf, riecht dran, schüttelt den Kopf, holt eine ähnliche kleine Glasfiole heraus. Das riecht nach sauber. Schüttet ihr ein bisschen was übers Bein. Das ist ein unangenehmes Gefühl. Was soll aufbeißen? Macht eine andere. Tau. Macht eine andere Tasche auf und holt ein. Es sieht aus wie sehr feine Seide. Man sieht fast keine Poren, wo so kleine Beulen drauf sind. Auf der Rückseite ist eine spiegelnde silberne Oberfläche und er drückt gegen die Beulen und es kommen zwei so kleine Kapseln raus. Das ist ein Heilstein, schluck den. Weiß ich, was das ist? Hat mir das Pazifikus, hat mir nichts von Tabletten erzählt, oder? Und die andere bricht er auf und macht sie klein und tut sie in die Wunde rein. Ja, so ein bisschen Paracetamol. Und was ist das? Die Store haben wir schon aufgeholfen. Holt dann noch eine andere kleine Fiole heraus. Die von der Macher aber ein bisschen anders, das ist kein Glas, kein Metall oder dergleichen. Und er drückt so eine Art Pumpmechanismus und eine durchsichtige Flüssigkeit geht über die Wunde und versiegelt sie. Es wird binnen der nächsten Minuten wird es geleeartig, diese Flüssigkeit, und dann letztendlich fest wie ein Überzug. Ihr seid ja ein Wunderheiler. Beim Imperator. Das hab ich nicht kommen sehen. Ich muss hinsehen. Ich erzählte von Menschen, die selbst solche offenen Wunden kürzester Zeit heilen können, aber das? Ich starre dein Bein an. Aber guck nicht so. Das ist jetzt nicht. Es ist mein Bein. Das ist jetzt nicht. Ja, gut. Dahin geht's mir doch nicht. Das platzt wieder auf. Vorsichtig. Gut, danke. Guck, ich gucke weg an und werde rot. Und hab, ich bedecke mein nacktes Bein. Um das Bein ging es mir nicht. Ja, natürlich ging es dir darum nicht. Warum würdest du sonst rot werden? Wirklich. Seid ihr jetzt dadurch ein wenig reisefähiger? Wasserfest ist es nicht, oder? Tatsächlich ist das, was auf deiner Haut drauf ist, fühlt sich kalt und straff an. Also so richtig, wie als wäre da, keine Ahnung, Kleber drauf gekommen. Und es von innen und von außen hat es fast was wie eine zweite Haut, die da drüber ist. Ich befinger das aus unter dieser Decke. Es fühlt sich gar nicht schlecht an. Muss jetzt der Verband wieder drum? Lieber ist mir das, ja. Ja, tatsächlich. Als du das so bewegst, merkst du, das ist kühl, leicht taub und viel besser, als du dachtest, dass es dir gehen würde in 2 Wochen. Oh. Habt ihr Erfahrung damit? Seid ihr, wenn ihr sowas getan habt, ist die Person dann kampffähig? Ja. Ich komme mit. Aber ich rolle mit den Augen, so dass du das nicht siehst, aber er. Korsche wieder aufplatzen. Ich bin vorsichtig. Mhm. Als du das sagst, rolle ich mit den Augen, als du mich hinguckst. Ich lasse es sein.
Also, ich werde mitgehen. Ich versuche mich aufzurappeln mit Minas und Janoks Hilfe. Gut. Und dann ebben die Schmerzen noch mehr ab. Hm. Tatsächlich zeigt der Heilstein seine Wirkung. Und die Schmerzen ebben sehr ab. Der Heilstein hilft dir. Ein Heilstein. Du bist sehr nützlich, Krach. Hm. Gut. Vielleicht danke, hat sie schon gesagt. Ich sagte schon danke. Ich habe aufgepasst, sie hat es gesagt. Du Moralapostel. Ich habe manchmal den Eindruck, du kannst das wirklich vertragen. Das ist jetzt nicht der Moment, um euch zu streiten. Dankeschön. Entschuldigung. Alte Kraft kommt wieder auf, ich merke es. Ja, das ist ein späteren Zeitpunkt. Wenn wir das Ganze überleben, dann werden wir uns ordentlich streiten. Ich habe viele Geschwister, mach dich auf was gefasst. Und ich habe gar keine. Das macht es ja so gefährlich für dich. Ich weiß einfach nicht, wann Schloss ist. Habe ich mich gerade irgendwie unklar ausgedrückt oder so? Ich weiß nicht, wann Schloss ist. So. Ich bin so bereit, Finger weg, ich bin leise. Nein, nicht. Ich mach euch so. Du strampelst bestimmt auch nicht so viel und jetzt sei ruhig. Ich strampel auch nichts mehr. Ich krieg wieder Tränen in den Augen. Und jetzt weiter vorrücken. Du musst jetzt auch nicht so von Boris sprechen, er ist sonst traurig. Er ist Bruno, verdammt nochmal. Stell dir doch einfach vor, dass er Boris hieß oder ein ganz anderer. Also eine Faust, dass die Knöchel weiß werden und guck weg. Also, Operationsbasis hier und jetzt weiter. Wer von euch nimmt eine Art der Tarnung mit? Ihr habt beide so Schilde, die ihr euch im Notfall drüber halten könnt. Und ihr habt die Uniformen, das heißt, wenn es hart auf hart kommt, könnt ihr treibende Leichen spielen. Ich würde einfach ausprobieren, ob ich auf dem Schild treiben kann, so auf dem Rücken, der Schild unter mir. Dann sehe ich so aus, hätte ich ihn umgeschnallt und einfach so im Wasser hängen. Ohne zu ersaufen. Das teste ich mal. Das kannst du jetzt selber festlegen, ob du toter Mann spielen kannst. Der Schild hat kaum Auftrieb. Kaum, ein bisschen. Boah, damit kriege ich das dann vielleicht hin. Ja. Wenn keine Wellen. Wenn keine Stromschnellen plötzlich kommen. Ich nehme ein Stück Segeltuch. Du nimmst dir auch was mit? Ja, das so zumindest über mir treiben lassen kann, wenn irgendwas drüber fliegt, wo es vielleicht auch nicht so aufhört, wenn in den Wellen irgendwo mal sowas ein bisschen weiter rauslackt wie meine Nase oder so, keine Ahnung. Also irgendwas, was ich über mir... Wir sollten insgesamt das große Segeltuch mitnehmen, weil wir dann abends alle darunter verstecken können. Welche Farbe hat das Segeltuch? Das ist tatsächlich... hellgrau-beige. Perfekt. Mit roten Streifen. Na okay, die sind nicht so toll. Aber gut, es wird auf jeden Fall weniger auffallen als wir. Gut, dann weiter. Ihr bleibt auf gleicher Höhe, dass ihr es von der Temperatur gut aushalten könnt. Dann, nach einiger Zeit, die ihr durch dieses Wasser strauchelt und dieses schwere, vollgesogene Tuch mit euch nehmt, wird es ein bisschen kühler. Und ihr bemerkt eine Strömung vom Ufer her. Zum Ufer hin? Nee, vom Ufer her. Oh, okay. Also ein weiterer Zulauf. Wahrscheinlich, ja. Auf einmal taucht im Nebel ein großer Schatten auf. Man hört Holz knacken und Segel schlagen. Und Ketten rasseln. Dieser Schatten kommt direkt aus der Richtung, in die ihr unterwegs seid. Und wird gerade im Nebel manifestiert. Also aus der Richtung des Zulaufes? Nee, der Zulauf kommt so vom Ufer und ihr lauft ja gerade entlang des Ufers. Ah, ich verstehe, okay. Und entlang des Ufers in die entgegengesetzte Richtung taucht dieser Schatten auf. Was tut ihr? Du. Ist mir irgendwie bekannt beim Königreich der Schatten, dass die irgendwie kettenaffin sind? Mm-mm. Also kann ich mir vorstellen. Nicht mehr als andere irre Wilde. Vielleicht haben die irgendwie Ketten um dieses Ding gelegt und versuchen das jetzt irgendwie rauszuziehen. Vielleicht. Dann wird es aber nicht auf zukommen. Mag jemand von euch dreien was machen? Warum nicht, wenn der Wind richtig steht? In möglichst flachem Wasser toter Mann spielen. Lässt dich umfallen. So, dass ich habe Angst, dass sie mich mit den Rudern totschlagen, wenn ich zu tiefem Wasser treibe. Also würde ich vielleicht noch ein paar Züge versuchen. Ja. Ihr beide? Ich gehe
so unter Wasser, dass ich mit dem Kopf gerade so über, also mit dem Gesicht über Wasser bin, gehe in seinen Windschatten und halte ihn ein bisschen nach oben, dass er nicht untergeht, und habe mein Gesicht in seinem Windschatten und kann ihn steuern, in welche Richtung er treibt. Ich gehe möglichst da drunter, möchte dann, wenn das Schiff kommt, möglichst nah an den Rumpf ran. Das ist mit Schiff, wenn es direkt da ist, aus der Nähe besser angucken könnte, einfach in der Hoffnung, dass jemand, der direkt am Rumpf ist, und nicht so gut gesehen werden kann. Ja, das heißt, Luft holen, runtergehen. Genau. Okay. Ich halte mich an die Mina und sage dem Blutkreuz hinterher. Du schaffst das. Und dann geht sie runter und du? Ich halte die Luft. Halte die Luft an, okay. Ihr geht unter Wasser. Ihr treibt ein bisschen von dem Boot weg. Janok bei euch. Ihr treibt zu dem Boot hin. Und dann seht ihr, wie dieser Bug die Wasseroberfläche durchschneidet. Du kannst leicht über ihn spähen und siehst, dass das Boot bemannt ist. Das Segel schlägt jetzt nicht mega im Wind. Also es schlägt leicht, aber es treibt das Boot nicht so sehr an. Und nicht alle, aber etliche Ruderpaare sind besetzt. Ihr seht die Ruder, die ins Wasser tauchen und das Boot vorantreiben. Du machst ein paar Züge hin, kein Problem. Mina, mit dir dranhängend, versucht zu schwimmen. Du hältst dich an ihr fest und wahrscheinlich auch nicht auf die gute Art und Weise. Ich versuche es möglichst wenig belastet zu sein. Okay. Zum Beispiel nur an dem Gürtel haltend. Schauen wir mal, ob Mina schnell genug da ist. Vielleicht kann ich ja mit den Beinen so machen. Ein Bein ist ja auch noch verletzt. Stimmt. Du schlägst mir den Bein so ein bisschen und dann spürst du etwas Dumpfes, was leider nicht wehtut. Und irgendwas ist mit deinem Bein seltsam, aber das war ja gerade schon seltsam. Und Mina strampelt immer hektischer. Und dann merkst du, dass sie es nicht schafft. Lord Kreuz ist schon 7 Schwimmzüge vorne euch weg und hat den Bug fast erreicht. Könnt ihr jetzt auftauchen, wahrscheinlich ohne gesehen zu werden, weil dieser Bug ja irgendwie auch ziemlich einen großen Schatten wirft, während Mina leider noch kurz außerhalb der Ruderreichweite ist und Blubberblasen kommen aus ihrem Mund. Mhm. Was tust du? Lord Kreuz! Unter dem Wasser. Oh. Na, unter Wasser ist schlägt, trägt ja der Schall recht gut. Ja, Lord Kreuz. Aufmerksamkeit, oder? Mach einen Aufmerksamkeitswurf. Ich würde dir plus 10 geben. 97 ist das. Nein, egal. Dann merkst du, Lord Kreuz ist gerade mit den Ruderschlägen beschäftigt. Du hast geblubbert. Du magst einen Einwurf machen. Ich hätte eine Frage. Ja. Ist für uns ersichtlich, dass Lord Kreuz auf das Boot will? Habe ich nichts von gesagt? Nee. Ich meine von deiner Bewegung her, in welche Bewegung du, in Richtung du dich bewegst. Weil du gerade sagtest, er ist fast am Bug. Ich tauche ja auf das Boot. Er taucht ja. Er ist getaucht. Also dann sehen wir ihn nicht, alles klar. Nee, dann habe ich nichts zu erledigen. Okay. Jetzt du. Ja, wenn ich das merke, dass der sich nicht, dass er nicht umdreht, ich kann ja. Er dreht sich nicht um. Das Wasser, es hat super viele Luftbläschen drin, weil es ja so unruhig ist, aber du siehst, wie seine Füße verschwinden. Alles klar, dann ziehe ich so an dem Gürtel von Mina, dass sie vielleicht guckt, und deute dann so weg vom Schiff. Und das Wasser ist ja eh nicht so tief. Und jetzt fängt sie an, leicht panisch zu werden. Und große Luftblasen kommen aus ihrem Mund raus und dann nicht mehr. Und sie stößt sich am Boden ab und muss an die Oberfläche. Ich mach's dir gleich. In dem Moment hört ihr das Wasser aufbrechen. Platsch! Noch lauter als die Ruderschläge ist ein hektisches Einsaugen von Luft. Und ein Husten. Scheiße. Ist deine Reaktion, als die Ruder noch einmal ins Wasser, das Boot sich nach vorne schiebt. Und Lord Kreuz kriegt davon als einziger gar nichts mit und hat das Boot erreicht. Dann möchte ich, dass du jetzt als erstes sagst, was du machst, bevor du weißt, was passiert. Ich möchte an den Rumpf dran und dann Sand dran legen. Also, hat dieses Board eigentlich ein Format, dass man es umschmeißen könnte? Nein, ist zu lang, was ich weiß. Es ist auch zu schwer, es wirkt wahrscheinlich, grob gesagt, einige Tonnen. Okay. Man könnte das Boot wahrscheinlich tragen,
mit 30 Leuten auf okay. Stöcken, aber... Wenn es im Wasser liegt, geht es ja nicht aus ganzem Gewicht, sondern... Das ist eine Einheit, nein, ist okay. Wie lang ist das ungefähr? 20 Meter. Ja, okay. Wow. Das ist jetzt kein größeres Ruderbötchen, sondern das ist ein Schiff. Das ist okay. Das hat... wahrscheinlich, wenn es so ist wie das, was ihr gerade gesehen habt, können da 2 Dutzend Leute drauf, dann ist es voll. Oder 1 Dutzend, dann kann es immer noch bewegen. Ich möchte auftauchen, mich an dem Rumpf halten und dieses Schiff seitlich an mir vorbeifahren lassen und mich dabei möglichst dicht am Rumpf halten, um nicht gesehen zu werden. Und dann auch erstmal sehen, um was es sich handelt, weil so ein Schiff habe ich auch noch nicht gesehen. Es gibt mal angucken. So einen toten Winkel zwischen Rudern und ja. Wasseroberfläche, genau. Wo du genau mit dem Kopf reinpasst. Du hältst dich am Boot fest, das heißt, es erwischt dich auch nicht und kannst dich da führen lassen. Und wenn die nicht aufstehen und gucken, sehen die dich da unten auch nicht, weil es wirklich wie so ein Kelch geformt ist, damit es so flach ist. Und in dem Moment schaut, was du siehst, der über ihn beobachtet, eine bärtige Gestalt zwischen zwei der Rundschilde hindurch. Du kannst es auch sehen, wenn du ein Auge aufmachen willst zum Schielen. Und seht da das. Dann fange ich jetzt auch an zu strampeln. Mina mit den Händen schlägt und Luft und hustet und Wasser eingeatmet hat. Dann taucht der Kopf kurz wieder ab und im nächsten Moment tauchen 2 Köpfe auf. Ja, ich mache jetzt wohin mit dir? Affentheater im Wasser. Du strampelst auch im Wasser? Ja. Okay. In der Hoffnung, dass sie zu mir und nicht zu Mina gucken. Und ich trage ja die passenden Klamotten. Ein Held. Ja, okay. Wenn keiner guckt, mach mir eine blutende Wunde am Kopf. Schauspiel. Vorgaukeln. Kannst du das? Ich mach ja nur... Darauf habe ich gewartet. Nicht wirklich, nein. Woher soll ich das können? Also bist du ein schlechter Schauspieler? Ich kann nichts. Ist Konrad ein schlechter Schauspieler? Du kriegst, weil du diese passende Uniform trägst. Ich kann halt drauf würfeln, ne? Also. Weil man die passende Uniform trägst, weil man von dir so wenig sieht, kriegst du einen Bonus von plus 20. Ja. Den Ertrinkenden zu mimen, so aus dem Stegreif, so gut, dass es von ihr ablenkt, gebe also ich dir plus 20. Ich darf zumindest drauf würfeln auf Vorgaukeln. Du musst es halbieren und dann plus 20. Mhm, genau. So, dann haben wir 13, 33. Nee. Drei Köpfe auf. Die Ruder werden. Du siehst nur, dass die Ruderschläge plötzlich unsymmetrisch werden, ja? Mhm. Und irgendwie hörst du gellende, kehlige Rufe, weil du bist ja jetzt über Wasser. Was ist da los? Da rudert einer, nein, zwei. Ich strampel im Wasser. Wir sind doch so nah am Ufer. Ja. Du musst jetzt auch auftauchen, kannst dich aber hinter Mina relativ gedeckt. Weiß ich, ob das Königreich der Schatten oder das Fürstentum der Schatten ausschließlich Männer unter Waffen hat? Oder haben die auch weibliche, könnte man hier auch Frauen antreffen? Du denkst, die haben auch Frauen. Du warst ja mal da als Kind. Ja. Okay, und da ich ja vollkommen anders aussehe als die Prinzessin des Fürstentums der Knochen, würde ich sonst... Aber du trägst falsche Kleidung, ne? Das ist ja, klar. Okay. Ich trage irgendwelche Lumpen. Ja. Ich trage Rüst. Und du siehst nicht aus, als wenn du zu denen gehören würdest, meine ich damit. Nee, ich trage kleine Klamotten von denen. Bestimmt. Aber ich könnte zum Beispiel irgendwelche... wir haben sie die Kleidung geklaut oder was? Bist du du hast, glaube ich, dein Ornat ausgezogen. Du hast dir ein schlichtes Kleid oder so extra geholt aus der Stadt, was inzwischen recht zerrissen ist. Nee, ich habe dadurch, dass ich ja als in Rüstung gekämpft habe, habe ich einfach die Rüstung. Ja. Ich trage einen Gambeson. Okay. Also das ist das Maximale, was ich trage. Dann wissen wir jetzt, warum Mina es nicht geschafft hat. Richtig, weil ein Gambeson schwemmt. Oh. Gut, dass du an den Boden rankommst. Okay, ja, dann versuchst du auch zu strampeln. Bist du auf dich aufmerksam machen? Mina hat sich gerade ausgehustet. Ich würde der Mina sagen, halt! Ganz still. Das brülle ich auch. Ich komm zurück! Ich bin nicht die Fürstin. Ja, die Ruder werden ins Wasser gesteckt und fangen an zu bremsen. Das Boot wird langsamer, aber der bleibt natürlich nicht stehen, Lord Kreuz, sodass es jetzt schon über halb lang vorbei ist. Du bist doch vor so einem Flugzeugschock vorhin. Hey! Krieger! Was ist dir widerfahren? Was ist hier los? Ja, da waren die auf einmal, dann sind die abgehauen. Wer? Ja, die. Zeigst du auf die?
Wer seid ihr, Weiber? Was macht er da? Ich glaube, sie hat mich verlaufen oder so. Ich bin Tanja. Und was ist mit euch? Seid ihr hinterhergesprungen oder was? Ja, sicher. Ihr euch auf drei nasse, strampelnde Krieger des Fürstentums der Schatten. Wir waren so neugierig, was hier passiert. Ich ziehe den unter Wasser so den Gambel so aus und lasse den unter mir untergehen. Ich werde in die Richtung vom Boot schwimmen. Ja. Hilfe. Oder schlaufen oder was auch immer man da im Wasser machen kann. Tänzelst du so in die Richtung? Du bleibst nicht weiter versteckt? Ich habe momentan noch das Gefühl, wenn ich das jetzt nicht tue, gibt es einen Kampf. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob wir jetzt einen wollen. Ich versuche erstmal zu erfassen, irgendwie, wie viele Leute sind auf diesem Boot, wie sind die bewaffnet. Von den Rufen her ein Dutzend. Okay. Und wenn man, ich kann nicht drauf gucken, ne? Das ist, du willst ja auch nicht gesehen werden. Ja, das, aber wenn man, sieht man jetzt zum Beispiel den Typen, der oben drüber guckt, vielleicht von hinten oder so. Du siehst auf der Reling, auf den Schilden, wie sich Hände nach vorne stützen und rausgucken und rufen, ey, da sind Weiber, ich will sie auch sehen. Die gehören mir. Ja, Mann, du lässt mein. Verpisst euch. Alles meins. Also unseres, wollte ich sagen. Ihr wollt wieder nicht teilen. Wir sind schon zu dritt, also haut ab. Irgendwas stimmt doch da nicht. Ich werde weiter auf die zu und wenn ich nah genug bin. Wie ist dein Name? Ruft er dir entgegen. Brock! Hoffentlich funktioniert das, hoffentlich funktioniert. Gut. Das ist der Brock, der Bruder von. Ja, der Bruder von Ock, ganz genau. Und unter welchem Kampfführer dienst du? Scheiße. Horst! Der Nächste ruft. Wie ist der Name deiner Fürstin? Ja, aber sag, wie der Name deiner Fürstin ist! Es kommt eine Frauenstimme von oben. Sag mal, seid ihr behindert? Ich hab hier zu tun! Dann gibt's ein bisschen Raunen auf dem Schiff. Die Ruder werden noch intensiver ins Wasser gestreckt. Habt ihr nichts zu tun, ihr? Hol sie rein! Hol sie rein! Und du bist jetzt ungefähr auf der Höhe von Mina und der Fürstin. Ja, dann packe ich sie am Kragen. Mhm. Und diesmal haut ihr nicht ab. Habt ihr das verstanden? Ja. Ich hau dir eine. So, dass es nach was aussieht, aber so mit der hohlen Hand, dass es nicht wirklich wehtut. Ja, ich guck so. Das ist aber rein. Ein Scheiß werde ich. Schläger. Und dann in welche Richtung Ufer? Mit denen. Hilfe mal hier! Lass den Typ doch ziehen! Lass sie doch auch ihren Spaß haben! Warum können die denn Spaß haben? Die haben gerade Dienst! Weißt du, wie lange ich hinter denen hergerannt bin? Kennst du einen Horst? Ich kenn keinen Horst. Ich kenn einen Horst. Aber der ist doch nie, und nimmer zum Kampfführer gebracht. Welcher, wo du sagst? Ja, der ist auch nicht wirklich gut, aber es sind viele Leute gestorben. Hey, wie ist der Name deiner Fürstin? Weiß ich den Namen deiner Fürstin? Du kannst ja mal, weil du ja aus der Königsstadt kommst, kannst du eventuell, fällst dir ja noch ein. Ja, du weißt es vielleicht auch, je nachdem wie gut du in Politik bist. Sag mir mal, worauf ihr würfeln wollt. Gedächtnis ist hier was? Intelligenz, Willenskraft? Ne, ob du es mal gehört hast, ist eher so eine, bei dir vielleicht auch eher so eine Gossensache. Also, wo du dich umgehört hast in den Straßen, vielleicht geht es bei dir auch eher auf so Gossen-Know-how oder Allgemeinbildung oder sowas. Allgemeinbildung, Geschichte. Geschichte? Dann kriegst du ein, dann ist es für dich ein... Nö, ich hab nichts. So ein, routinierter Wurf? Mhm. Also und für dich 10, ist es ne? Ein schwieriger Wurf. Plus 20, minus 10. Ja, geschafft. Minus 10 auf Intelligenz. Nee. Okay, dann haltet ihr drei euch mal kurz die Ohren zu. Und du weißt im Geschichtsunterricht von Vater Pacificus, dass die Fürstin der Schatten Kiela heißt. Hm. Sekunde, doch, Kelia, das meine ich. Also. Kelia. Was machst du mit diesem Wissen? Ich gebe das sofort weiter. Ich kann dir den Namen deiner Mutter sagen! Kelia, Mann! Was weißt du eigentlich? Mama! Kelia!
Also, ich habe gebrüllt, ich kann dir den Namen deiner Mutter sagen. Er weiß nicht, wie sie heißt. Die heißt Kaya, du Affe. Er weiß doch, wie sie heißt. Los, wir müssen weiter. Und deine Mutter heißt Ode, lieber Imperator. Billy, du bringst deine Beute nicht mit ins Feldlager. Denkst du, ich schlafe hier draußen am Strand? Du hast noch 300 Brüder und Schwestern, mit denen du zu teilen hast, Bursche. Wir werden uns wiedersehen. Seltsam, dass Horst zum Kampfführer geschafft hat. Weiter geht's. Die Ruder gehen ins Wasser. Wenn du Miete zahlst, kein Problem. Brusch, und dann wird das Boot schneller. Was machst du? Ich kotze ins Wasser vor Aufregung. Ich stehe verstört im Wasser aufgrund dieser Unterhaltung. Und wenn das Boot an mir vorbei ist, werde ich im Wasser wieder kleiner und gucke verstört hinterher. Und dann verschwinde ich zum Nebel. Ketten? Das war verflucht knapp. Siehst du eine Kette hinter sich her oder so? Ihr seht beim Hinterherschauen tatsächlich Ketten. Und es sieht so aus, als wären diese Ketten an einer Art Schleppe. Das ist Schleppnetz oder was? So ist wie ein Schleppnetz, genau. Das ist aus, wenn dieses Schiff vielleicht das Ding in der Mitte versuchen zu umrunden, um es vielleicht einzuketten. Vielleicht, ja. Vielleicht wollen sie es herausziehen oder so. Aber das sieht gerade so aus, als wäre es mit euch mehr und genug abgelenkt gewesen und hätte gerade diesem Auftrag gerade nicht weiter nachgekommen. Also die Ketten hängen so. Ja, es sind so aus Ketten geschmiedete Netze, die hängen so über der Reling, jetzt auf der Heckseite, und sind hochgezogen. So dass das aussieht, als würden die gerade nicht mit diesem Vorgang verbringen. Aber man sieht so richtig so Kettennetze. Sind die Ketten denn in einer realistischen Dicke, um was wirklich Schweres aus dem Wasser zu ziehen? Ja, der Stahl ist vielleicht so hier. Okay, und dann halt. Und die Ringe sind so hier. Und davon sind 10.000. Okay, da war also jemand sehr fleißig beim Schmieden. Ja. Und das sind auf jeden Fall schon sehr, sehr dicke Ketten. Ja. Okay. Ach, nicht 10.000, das ist ja kein Kettenhemd. Das ist ja, es hat ja fußballgroße Löcher drin. Ja. Also es ist ein Kettennetz. Vielleicht 1.000 solche Ringe sind zusammengeschmiedet. Dann warte ich im Wasser noch, bis wir dann wieder zusammenkommen können. Und ihr kommt wieder zusammen und das Boot verschwindet im Nichts. Ich wische mir die Kotze vom Mund. Boah, war das knapp. Ich hätte mir fast eingeschissen, aber das konnte ich zum Glück verhindern. Das hat ja auch niemand gesehen hier im Wasser. Na, danke. Das ist doch gute Arbeit. Ey. Danke. Danke. Sag mal, bist du bescheuert? Ich rette dir und deiner Dienerin den Arsch. Das Einzige, was dir einfällt, ist so eine freche Danke. Es ist immer noch der falsche Moment, um zu streiten. Trag das bitte ein andermal aus. Schreib's dir auf für später. Ich hätte auch weiter treiben können, dann wären nur ihr beide draufgegangen. Aber das wäre mir nicht eingefallen. Das wäre auch nicht zielführend gewesen. Also. Gehört sich auch nicht. Er hat gesagt, 300 Mann in einem Feldlager. Das ist eine gute Information. Auf jeden Fall. Erstens, es gibt ein Feldlager und zweitens sind 300 Mann drin. Man kann sich verstecken. Das bedeutet, wir müssten es in irgendeiner Art mit einer Feuerwalze platt machen. Persönlich schaffen wir ihr vielleicht, aber ich werde nach 10 mindestens müde und dann haben sie uns. Oder eins von den Katapulten, von denen du gesprochen hast. Man Kanonen. Kann sich auf jeden Kanonen. Fall unter ihnen verstecken. Ja, noch. Kanonen wären gut. Und sie haben auch Frauen da. Und habt ihr die Ketten gesehen? Ja, und versuchen sie das einzuketten und rauszuziehen. Dass sie es wahrscheinlich nicht in die Mitte schaffen, was da zu heiß ist, oder? So fahren sie doch mal rum, legen Ketten an. Oder die wollen irgendwas vom Boden haben. Oder es ist für die Kreatur, dass das eine Schiff zerstört hat. Kreatur? So heiß, wie es in dem See ist, wäre die doch jetzt auch schon längst im flachen Wasser oder tot. Ich weiß auch nicht. Wenn es nur halb so ist wie er, dann taucht es auch vielleicht in diesem Wasser. Vielleicht ist ja die erste Kette gerissen und hat den Mast gefällt. Wirklich. Also ich würde sagen, wir suchen dieses Feldlager und tauchen dann unter. Und laut Kreuz kann ich untertauchen. Naja, ich kann sich ein bisschen buckelig machen. Weiß ich, ob es Okrins gibt oder so? Auf unserer Welt? Weiß ich nicht. Also, du wüsstest nicht, dass es so etwas gibt. Okay. Jeder, der über der Norm ist, hat vielleicht
der Legende nach Riesenwuchs, Riesenblut oder irgend sowas. Aber sowas Domestiziertes wie ein Orkland davon weiß ich. Mir ist aber auch nicht bekannt, dass das Königreich der Schatten vielleicht irgendwie besonders, obwohl die waren groß gewachsen, aber der klassische Conan der Barbar-Antagonisten. Da kann man theoretisch ihn noch irgendwo mit untermogeln. Aber wie sollen wir ihn da untermogeln, wenn die doch wissen, dass irgendwelche Riesen mit dem Ding vom Himmel gefallen sind? Da hast du recht, Büchsmann. Und ein paar von denen sogar leben. Also ich werde mich nicht in diesem Feldlager bewegen, jedenfalls nicht ohne das Anzugkleffen. Verstanden. Was denn widerstrebt es mir, mich dort schleichend oder verkleidet zu werden? Das habt ihr bereits gesagt. Danke, da wurde es ja doch zur Kenntnis. Mina, mein Gambison, könntest du einmal kurz tauchen, bitte? Ja. Danke. Soll sie ihn dir... Ich habe nicht vor, in... Du hast ihn ausgezogen? Ich habe ihn ausgezogen und unter mir runtersegeln lassen. Nee, dann hast du ihn wahrscheinlich noch an den Beinen an. Also. Also. Dann ziehe ich den einfach so. Oh, schwer. Ja. Wie geht's so am Bein? Ganz in Ordnung, es ist irgendwie taub. Ich hab noch eins. Keine Schmerzen. Ganz easy. Leicht beflügeltes Gefühl. Ähnlich wie der Streit ein Problem, das wir uns später kümmern. Richtig, außerdem fühle ich mich irgendwie ein leicht besser beschwipst, würde ich sagen. Auf eine positive Art und Weise. Und wenn ihr am Ende der Reise nur noch ein Bein habt, dann lauft ihr wenigstens nicht mehr so schnell weg. Das könnte die Hitze aus dem See sein. Mit dem Schwipst. Hm. Ich mache mir doch ein bisschen Sorgen. Aber sollten wir, was wollen wir jetzt mal weitermachen? Es ist euer Ding. Ich bin gerade noch am Plan schmieden. Bing. 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 Aus dem Nebel kommen diese Geräusche von Eisen auf Eisen. Klingt wirklich, als wenn sie versuchen reinzukommen. Oder es ist das Feldlager. Ich würde sagen, lasst uns weitergehen. Wir sind mit unserem Lagerbild ja noch nicht fertig, da wir noch nicht einmal drum rum sind. Vielleicht schmieden sie auch gerade die Ketten. Dafür bräuchten sie jedenfalls ein Feldlager, wenn sie das hier vor Ort machen das wollen. Stimmt. Also runden wir weiter. Aufklärung. Und dann seid ihr noch mal so lange im Wasser unterwegs. Hört nur ein einziges Mal sehr weit in der Ferne den gellenden Schrei eines Ruforns oder einer Kreatur. Aber das Schmieden wird lauter. Mhm. Bestimmt schlurft ihr 2 Stundengläser durch das flache Wasser. Und dann tauchen, na dann ist das Schmieden langsam so, dass ihr es einordnen könnt, nur noch wenige hundert Meter von euch entfernt. Vom Ufer aus, nehme ich mal an, oder? Ja. Gut, im Feldlager umsehen. Könnt im Endeffekt nur ihr 3 euch. Und Mina und Jan. Ich vielleicht nicht. Ja, das Problem ist aber, wenn wir Mina mitnehmen, dann wollen die anderen 300 vielleicht einfordern, worüber die gerade gesprochen haben. Mhm. Aber wer war. Ja, gut, ihr sollt es. Ich bin dran. Nee, das machen wir einfach nicht. Soll ich gleich langsam auch bei Horst zurückmelden, sonst wird er irgendwann verdammt. Ja, aber Horst ist recht unfähig. Das hatte ich schon so rausgehört. Und ich kann da nicht hingehen, wenn die mich erkennen, wissen, dass ich gelogen habe. Gut, dann betreibt ihr doch erstmal Aufklärung. Also er kann das wahrscheinlich mit Janok zusammen, aber wenn ich mein Gesicht zeige, mich haben die ganze Zeit angeguckt. Aber auch nur die auf dem Boot und da sind 300 und die sind weggefahren. Und es war neblig. Der Sander. Gibt es den noch in den anderen Königreichen? So wie der Akzent. Du bist ja viel rumgekommen, weil du ja wirklich auch in den anderen Bereichen unterwegs bist. Du hattest am ehesten mal mit anderen Leuten zu tun. Und das ist eher was Typisches für das Fürstentum der Knochen, weil die halt ressourcentechnisch viel auf diese Echsenjagd gehen müssen, weil sie halt diese ganzen Gebirge in ihrem Zuständigkeitsbereich haben. Mhm. Und du weißt aber, dass es sowas Ähnliches gibt im Fürstentum der Schatten, nur dass sich diese Knochensammler mit Harpunen von den Küstenklippen stürzen und dort mit Meereskreaturen ringen sollen oder die Leichen von eingespülten Meereskreaturen am Strand plündern, je nachdem, welchen Geschichte man glauben soll. Alles klar. Passenderweise habe ich ja Speere.
Und mit dem Akzent, ist das eher typisch für die Region, fürs Nordere Knochen? Ja, das ist eher fürs Hinterland. Ja. Oberhalb der Baumgrenze auf der letzten Alm. Also das ist schon sehr urig gebirgig. Okay. Wir haben gerade auch noch eine andere Frage. Wir sind jetzt ja schon seit 2 Stunden oder so in dem See. Jetzt langsam 4 Stunden. Oder 4 Stunden. Bemerkt man nennenswert, dass sich der Wasserpegel weiter sinkt, oder ist das was in diesem Zeitraum noch nicht spürbar ist? Du bemerkst es auf jeden Fall nicht und dir fallen auch keine Marken ein, nach denen du das beurteilen könntest. Ach, weil ich ja immer weiter und weniger weit rein in den See gegangen bin. Weil du dich ja dauernd bewegst. Du weißt ja, du bist ja hier in Uferregionen, an die du wissentlich noch nie warst. Okay, aber es ist jedenfalls nicht so rapide, dass man es merken würde, dass das Wasser wirklich jetzt um meterweise pro Stunde fällt oder so. Genau, richtig, absolut. Das heißt, für sowas müsste man im Endeffekt irgendwie mal einen Stock in den Boden hauen oder mal... Vielleicht, ja. Wenn ich irgendein Stück Treibholz finde, da wir jetzt ja hier eine Weile warten müssen, während die das Lager auskunden, würde ich mal, das ist eine Latte von dem Boden oder was auch immer da rumtreibt, in den Boden hauen und da eine Kerbe reinmachen, dass wir dann später nochmal gucken können, ob das Wasser tatsächlich weiter fällt oder ob die Zuflüsse das jetzt so auf dem Pegel halten. Das kann ja auch sein. Einfach, dass wir die Zeit dann so jetzt hier eine Weile rumtreiben müssen. Gut, dann noch jemand fragen? Wer will jetzt alles gehen? Naja, ich glaube, ich würde gehen. Du würdest gehen? Ja. Alleine? Also ihr beide, oder? Wenn ihr anfangt zu reden, dann wissen die, dass ich vom Königreich der Knochen bin. Dann bist du im Sturm. Ja, genau. Dann hauen wir dir auf den Kopf anstatt mir und sagen, du kannst nicht reden, seit du einen am Kopf gekriegt hast. Oder kannst du dir irgendwie so eine Art... Du hast doch bestimmt irgendwo eine Narbe, die überzeugend aussieht am Kopf, oder? Ich hatte auch noch nie gesprochen. Gut. Aber ich weiß nicht, ob Janok das hinkriegt, als... ich? Krieger rüberzukommen. Vielleicht als Diener. Das könnte ich mir vorstellen. Ich kenne diese Heinis nicht. Für mich sind das alles primitive Wilde. Ich weiß gar nicht, ob die sowas wie Diener haben. Ich war auch schon mal Schaufelknecht. In einem riesigen, fahrenden Ding. Oh ja. Oh ja. Aber... das waren schwere Zeiten für dich. Aber jetzt mal... Ich weiß gar nichts über dieses Königreich der Schatten. Außer, dass wir ein paar von denen manchmal in der Stadt gesehen haben, aber... ich muss mich doch zumindest irgendwie ein bisschen benehmen wie die. Weil rübelhaft und laut scheint ja hier Programm zu sein. Das kriege ich, glaube ich, hin. Ich denke, die Qualifikation hast du. Außerdem hast du es ja vorhin auch geschafft, das Schiff abzubügeln. Es scheint einfach nur nötig zu sein, möglichst einfach zu reichen. Das habe ich nur geschafft, weil ich von ihr den Namen der... Wie hieß die nochmal? Kolja oder so? Ohne die wäre ich angeschissen gewesen. Aber beleidigen kannst du doch gut. Ja. Vielleicht kannst du sie ja noch fragen, warum man die erkennt, die was zu sagen haben. Wahrscheinlich an möglichst vielen großen Knochen und Hüten. Also im Grunde sind es ja die so tun, als hätten sie was zu sagen. Ich muss eigentlich nur warten. Ach, scheiße. Wahrscheinlich kommen wir einfach nicht mehr aus dem Lager zurück. Warum wollen wir da eigentlich nicht? Naja, guck mal, wir wissen ja jetzt fast nichts. Wir müssen ja irgendwie Dinge erfahren, damit wir entscheiden können, oder? Habe ich das falsch verstanden? Genau, für ein Lagebild brauchen wir Informationen. Ja, so hätte ich das nicht gesagt, aber... Also auch, um erkennen zu können, was tun die da, wie lange glauben die dafür noch zu brauchen, lassen wir die das machen, um es nicht selber tun zu müssen. Und wenn sie was auch immer tatsächlich bergen wollen, sind wir danach dazu in der Lage, es ihnen abzunehmen. Oder müssen wir da rein, bevor sie das geschafft haben? Vielleicht sollten wir bis abends warten. Dann sind die meisten besoffen. Ansonsten läuft doch ohnehin alles im Nebel. Und vielleicht können wir irgendwie ein totes Tier mit... Wo haben wir nochmal den Esel versenkt? In der Nähe des Schwimmers. Scheiße. Das wäre gut, wenn wir irgendwie Jagdwild oder so dabei hätten. Dann könnten wir vielleicht plausibel erklären, wir hätten irgendwie... Soll ich den Esel holen gehen? Fragt Janok. Naja. Wir sind jetzt 4 Stunden unterwegs, bis du den Esel hier hingezogen hast. Ist der Esel durch? Ja.
Dann glauben die uns nie, dass wir den gejagt haben. Der arme Esel. Nein. Denkst du, wir können hier in der Nähe noch irgendwie, weiß ich nicht, Wild finden? Möglich. Das ist denn wichtig? Ihr könnt auch sagen, ihr habt euch im Nebel verlaufen. Ja, aber wenn wir was mitbringen, was die Leute haben wollen, stellen die vielleicht nicht so viele Fragen. Dann sehen die, oh toll, frisches Fleisch und nicht, hey, wo sind die Idioten gewesen? Wer sind die überhaupt? Kennen wir die? Was machen die? Wenn wir da ankämmen und vielleicht schätze Fleisch... Ich sie auch ein, erste Regel beim Beschatten sieht aus, als hättest du was zu tun. Aber wenn jetzt der Ankämmer mit Fleisch, dann wollen die doch wissen, von wem Fleisch ist. Naja, von dem Vieh, das du gejagt hast. Glaubst das Beste ist einfach neigehen, ein bisschen mit Leid reden und wieder rausgehen. Stellt doch einfache Soldaten da, stellt euch so dumm, dass niemand Lust hat, mit euch zu unterhalten. Das kann ich gut. Ich würde lieber was mitbringen, aber okay, wenn ihr sagt, das ist keine gute Idee, dann machen wir es anders. Verlaufen ist immer eine gute Ausrede im Nebel, nehme ich an. Es ist ja tatsächlich sehr schwer hier zu orientieren. Es kommt darauf an, wie vergebungsvoll diese Leute sind. Und es ist auch die Frage, wie gut sind sie überhaupt organisiert. Bis jetzt wirkten sie ja recht wild und nicht besonders straffend. Dann warten wir einfach, bis Abend wird und dann haben die vielleicht schon angefangen zu trinken und so. Und niemand will mehr irgendwie uns an die Arbeit kriegen, weil das Tagwerk verrichtet ist. Wenn sie euch ans Arbeiten kriegen würden, wäre das ja auch nicht so schlimm, dabei würde ja vielleicht auch was aufschauen. Nein, aber wenn ich tagsüber da hinkomme, dann fragen die vielleicht, wieso, ne, wieso warst du nicht hier, wieso warst du nicht da, wer hat dir die Befehle gegeben? Und abends hat man ja eh frei. Und wenn wir dann zufällig von, keine Ahnung, was auch immer wir getrieben haben, zurückkommen. Wie lange macht ja, das noch sein, bis die... In der Gesellschaft hat doch jeder seinen Auftrag. Also so war es im Stand. Schwingen? Plötzlich kommt ein gewaltiger Schatten. Er kommt von schräg vor euch und stürzt Richtung Ufer. Kreuzt einmal von links nach rechts den Weg, den ihr gerade beobachtet. Dann weit genug weg, dass er der Schatten im Nebel ist, aber ihr seht dieses düstere Ding von der Größe einer Kutsche. Nicht verstecken. Was da mit hoher Geschwindigkeit durch den Nebel schwingt. Und dann, ihr seht es nicht mehr, weil es im Nebel verschwindet, hört ihr wie gewaltige Flügelschläge. Das, wie als würde man von der Wand laufen, diese Geschwindigkeit abfangen. Ihr hört es richtig knallen, als diese Flügelschläge sich, sag ich mal, dieser Wucht entgegenstellen. Und im nächsten Moment hört ihr nur 200, 300 Meter entfernt etwas im Wasser aufsetzen. Platsch! Dann gibt es noch ein bisschen Platschen. Ob das das Vieh war, das sich das Schiff kaputt gemacht hat? Und dann ist kein Wasser mehr zu hören. Das ist bestimmt gelandet. Die Frage ist, hat es einen Reiter oder ist das hier einfach und die... Wenn es nicht willkommen wäre, hätten wir jetzt, denke ich, Geschrei gehört. Außerdem, nach dem, was ich bis jetzt gesehen habe, haben diese Männer und Frauen eine Vorliebe für möglichst große martialische Reittiere. Scheint auch so eine Art Status zu sein. Okay. Nichtsdestotrotz würde ich gern warten, bis es etwas dunkler ist. Also gehen Abend und dann zum Lager gehen. Wie lange macht das denn noch sein, bis es dunkel wird? Ist jetzt schon Abend langsam? Oder? Wenig später setzt die Dämmerung ein. Jetzt ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt. Wir haben lange genug gewartet. Kann man bis dahin an meiner Messlatte schon irgendwas erkennen? Du hast ja den Stock in den Boden gesteckt und... So, dass du es gerade noch nicht messen kannst, aber ein Gefühl gewinnst. Vielleicht willst du einfach nur, dass deine Theorie stimmt und willst es dir beweisen. Du hast das Gefühl, es hat so ein... Während der dreiviertel Stunde, die ihr gewartet habt, so ein Zentimeter gesunken. Wer weiß. Kannst du mir bitte mal den Eimer reichen? Den Tomateneimer? Ja, den Tomateneimer. Ja. Was tut ihr? Ja, wir haben jetzt erstmal den Auftrag zu warten. Hm?
Königsstadt. Königsstadt. Entschuldige. Ich gehe rein. Ja. Ich gehe jetzt nach Hause. Macht's gut, ihr Trottel. Im Grunde hören wir ja diese Geräusche immer wieder. Ich würde also einfach dann das als die wahrscheinlichste Lage vom Feldlager betrachten und dorthin gehen. Zusammen mit Krach. Bis in die Dämmerung darüber hinaus ist das Schlagen der Hämmer zu hören. Ja. Ihr dann bewegt haben wir euch schlurfend Richtung dieses Gehämmers und könnt dann im Nebel Folgendes erkennen. Zunächst seht ihr die Silhouette eines einzelnen großen Bootes mit heruntergenommenen Segeln und eingezogenen Rudern, vertaut an irgendeinem Pfahl. Ja? Können wir das, wenn wir näher kommen, als das gleiche oder zumindest sehr, sehr ähnlich wie das Ding erkennen, das an uns vorbeigepaddelt ist? Sehr ähnlich. Vielleicht eine Ruderreihe weniger oder zwei. Also, alles klar. Dann seht ihr einen schwimmenden Steg, der ebenfalls an so einem Pfahl festgebunden wurde, an zwei. Dann seht ihr mehrere Pfähle, die inzwischen auf dem Trockenen stehen und zu weit oben sind. Mhm. Und dieser Weg aus Pfählen führt langsam in die neblige Dunkelheit. Sind Leute auf dem Boot? Nein. Und ihr seht einige Lichter wie Fackeln, die aus dem Nebel gespenstisch in eure Richtung leuchten. Die sind tatsächlich so Richtung dieses Nebel, dieses Pfades. Also, steht nicht mal eine Wache oder irgendwas bei dem Schiff? Nein. Oh, dann würde ich zumindest mal so über die Reling oder also in das Boot reingucken wollen, ohne mich dafür, falls das möglich ist, ohne mich zu sehr in eine verdächtige Position zu begeben. Ja, ihr sperrt das so ein bisschen aus und tatsächlich könnt ihr unter dem schwimmenden Steg könnt ihr auch drunter tauchen. Ja, der ist so auf gewaltigen Holzstämmen, dass der genug Auftrieb hat. Könnt ihr richtig unten durch, könnt bis ans Boot ran und dann hört ihr nichts, dann gehst du vorsichtig vor, weil ist da niemand drauf. Die Segel sind ja auch eingezogen. Mhm. Meine Idee hier war, ich hatte gehofft, dass ich es vielleicht schaffen kann, meine ja möglicherweise offensichtlich königsstädtische Bewaffnung. Gut, den Schild habe ich schon längst gegen einen anderen ausgetauscht, aber das Schwert und der Speer sind ja vielleicht deutlich unterschiedlich. Und gibt es da irgendwas Vergleichbares auf dem Schiff, dass vielleicht jemand dazu, das vielleicht einfach dahin gehört oder jemand zurückgelassen hat oder so? Hm. Du willst auf den Steg rauf und aufs Boot? Also aus dem Wasser müssen wir ja eh, weil das scheint ja hier unser Ziel zu sein, zumindest der. Kletterst du da hoch und lässt dich über die Bootkante. Ja, ein Haufen Schilde sind da so noch, nur, hängen da noch drin. Hm? Allerdings unregelmäßig, manche wurden auch entfernt. Und im Boot selber liegt eine kleine Ladung Hakensperre. So Bootshaken, ja. Bootshaken, ja. Gut, hilft mir nicht weiter. Einige Fackeln sind da auch noch, die aus sind. Es ist relativ trocken im Boot. Segelflickzeug, aber so ein bisschen Bootgegenstände. Wenn wir jetzt wüssten, wie man so ein Ding steuert, dann könnten wir, sage ich so leise. Ja, aber im Moment hört dich niemand. Weil ja, Krach vielleicht. Alles zu weit weg. Na gut, dann werde ich wieder zu ihm zurückgehen. Weil Ja, dann. Den, nicht exakt diese Pfahlspur entlang, aber in die Richtung, wo der Fackelschein ist. Weil da wird ja dann, da kommt ja auch dieses Hämmerklingen her, wenn ich dich richtig verstanden habe. Brauchst du vorher Zeit, dich abzusprechen mit ihm? Im Grunde wäre das ganz gut, ja. Währenddessen wird es immer dunkler bei euch. Da kein Sternenlicht diesen Nebel durchdringt, hört ihr nur das Schlagen der Eisen und es wird immer dunkler, bis es nachtschwarz ist. Sag mir mal, womit du deine Zeit gerade verbringst. Was macht dich gerade unaufmerksam? Unglaublicher Hunger. Dann kriegst du, während du
den ewigen Fischgeruch, den, der Verwesung in deinem Kopf in irgendein wohlschmeckendes Räucherfischgericht aus dem wohlbehüteten Leben deiner Kindheit überträgst. Einen träumerischen Blick, der in die Ferne schreitet. Und die Nacht fällt über euch herein. Ihr steht zeitlos in der vollkommenen Dunkelheit. Und während ihr da hängt und während ihr dort quasi sinniert, tauchen zumindest bei dir alte Erinnerungen wieder aus. Nur, nee, bei dir. Halt, nicht bei dir, bei dir. Bei mir? Und bei dir taucht Hunger auf. Okay, alles. Ja, dann sprich dich ab. Ja, Und nachher. Also dein Fackelschein, da wird ja das Lager sein. Mhm. Wie erklären wir, dass unsere Klamotten nass sind? Na gut, hier ist überall Nebel. Wahrscheinlich sind alle Klamotten nass. Meinst du, das reicht? Ansonsten haben wir halt die Boote festgemacht. Irgendwie muss man ja auch aus dem Boot nach Hause kommen. Die haben einen Steg gebaut. Das sind wir halt Dolpatsch. Durch den Bach gewartet. In der Tiefe. Und wir sollen vielleicht versuchen, so, also nicht vom Wasser her ins Lager zu gehen, sondern mehr so von der anderen Seite. Das würde ich dann auch umsetzen wollen, also einen Bogen um... Rechts oder links rum? Links rum. Ja. Du gehst am Boot vorbei, weitere Pfähle ohne Drachenboote und... Das Schmieden verlagert sich ein bisschen und dann wartet ihr aus der Dunkelheit raus in den Nebel rein. Nach einiger Zeit, ihr seid immer noch tropfnass, ihr müsst schon einige Meter der seichten Kiesstrecke folgen, tauchen Lichter vor euch auf. Es ist ultra neblig und ihr seht nicht nur Fackeln, sondern auch Feuer brennen. Ihr bewegt euch auf eine Art Lager zu. Und das Erste, was euch auffällt, sind eine Reihe von großen Feuerkörben, in denen so nachhaltig Holz nachgeschürt wurde, dass dort eine irre Hitze sein muss. Die vertreiben den Dampf auch so ein bisschen und wie in einem Sog steigt der Dampf hier sichtbar zum Himmel auf und es wird ein bisschen lichter. Der gewaltige Feuerschein von Flammen, die 3 Meter übersteigen, wo auch irgendwie... mit großen Blasebalken Luft reingepustet wird, fällt auf umliegende Zelte, die angestrahlt werden. Die Zelte sind aus Fellen und Tierhäuten und es taucht vor euch ein großes Lager auf. Ihr hört wilde Stimmen. Ihr hört Rufe, ihr hört hier und da Hörner, die gegeneinander schlagen. Wenn du unbedingt reden musst, versuch besoffen zu klingen, dann sagt niemand was über deinen Akzent. Zumindest kann ich mir das vorstellen. Okay. Was ist eure Absicht? Vielleicht können wir das abkürzen. Im Grunde wollte ich erstmal da rein und dann ein bisschen irgendwie umherschlendern und einen Überblick kriegen. Okay, mit was wollt ihr euch unauffällig verhalten? Was tut ihr dagegen, damit euch kein Fauxpas passiert? Ja, nicht zu langsam und nicht zu schnell da lang schlendern. Sodass wir, falls jemand Interesse an uns zeigt, trotzdem schon zügig genug unterwegs sind, um das seinen Aufmerksamkeitsbereich zügig zu verlassen. Oder zumindest halbwegs zügig, aber langsam genug, um mehr als nur einen halben Satz mitzukriegen, wenn da Leute reden. Ist eine gute Idee und du sollst auch deinen Bonus haben, aber du musst ja irgendwo drauf würfeln. Der Punkt ist, eigentlich ist Konrad mit dieser Aufgabe überfordert. Ja, und das werden ja am Ende die Würfel zeigen, ob du Glück hast oder nicht oder dergleichen. Also, ja. Was tut ihr, damit ihr da ungesehen durchgeht? Ich gucke erstmal den Rat ratlos an. Ja.
Du merkst, dass er ein bisschen überfordert ist durch die vielen Zelte. Oh Gott, Kulturschock. Dass ihn das ein bisschen aus der Bahn wirft, dass dir sehr viele Leute sind. Also ich habe ja Beschatten gelernt. Hast du? Ja, tatsächlich. Das wollte ich schon nur hören. Das Beschatten doch perfekt. Ja. Also das wollte ich dir damit sagen, ich versuche so mich zu bewegen, als würde ich dahin gehören. Ja, tatsächlich in einer Barbarenkleidung, mit passenden Uniformfarben, durch ein Lager voller betrunkener Krieger, die genug sind, dass sich nicht jeder kennt, zu beschatten, ist eine leichte Aufgabe. Leider kriegt ihr keinen Bonus, weil ihr zu zweit seid. Aber wenn du es gut machst, ja, dann muss der Krach nicht würfeln. Ja, jetzt muss ich halte mich voll an ihn. Ja. Frage ihn öfter mal. Ein Rumstehen ist ja immer gut. Hilft er mir also? Seine Anwesenheit. Hilft dir nicht. Wie gesagt, leider wird es dir nicht leichter durch seine Anwesenheit. Okay. Würfel gefunden? Ja. Dann bin ich gespannt. Ja, geschafft. Ein Erfolgsgrad. Ihr bewegt euch annähernd ungesehen durch dieses Feldlager. Habe ich Boni bekommen? Nee, ne? Plus 30. Oh, dann habe ich 4 Erfolgsgrade. 4 Erfolgsgrade. Okay. Die Verteidigungsanlagen sind in einem großen Halbkreis um den Strand gebaut und wurden je nach Sinken des Sees immer weiter erweitert. Ja? Das ist ursprünglich ein kleiner Ring gewesen und der ist jetzt ein kleiner Ring langgezogen. In diesem langgezogenen Teil befinden sich diese immer weiter zum Ufer verlaufenden Pfähle, wo man früher vielleicht mal Boote angebunden hat. Aber es ist schon 120 bis 150 Meter Strand gewonnen worden. Das Feldlager ist wirklich groß genug, dass hier 300 Leute grob rein können, wobei das nicht alles nur männliche Soldaten sein können. Ja, natürlich. Man sieht halt etliche Leute in einer Art links von eurer Richtung ausgelagerten Schmiede, die tatsächlich fertige Ketten zusammenschmieden, zu Netzen. Es gibt überall verteilt, nicht in einer soldatischen Ordnung, sondern wirklich barbarisch wild, unglaublich viele Zelte, die aus Fellen gebauten Jurten ähneln. Und besonders fällt euch auf, es gibt auch tatsächlich einen Landeingang, allerdings ist der bewacht. Und besonders fällt euch auf, dass es gibt ein Zentrum dieses Lagers. Ja. Dort ist ein schwer bewaffnetes, großes, schwarzes Zelt mit roten Bannern. Was bedeutet schwer bewaffnet? Viele Leute oder da lehnen irgendwie Waffen und Trophäenzeug und so dran? Bewacht. Da stehen voll aufgerüstete, nicht betrunkene Wachen davor. Okay. Also daneben ist ein kleines Zelt, was mit einem Durchgang mit diesem großen Zelt verbunden ist. Mhm. Und auch da stehen Wachen davor. Das ist auffällig, weil der Rest, diese normalen Zelte, die da sind, sind nicht bewacht. Es gibt wohl auch Leute, die hier gerade in Anführungszeichen Dienst haben. Aber, ja. Also da würden wir uns vielleicht erstmal fern von halten, von dem Hauptzelt. Was ich interessant finde, ist die Schmiede. Da wird ja noch gearbeitet, hast du gesagt. Ja, aber das sind nicht alles irgendwie Soldaten, sondern es sind halt insgesamt vielleicht 300 Leute. Und da sind auch viele Handwerker dabei. Klar. Nach einer gewissen Zeit, wo schon so ein Überblick und ein Gefühl für die Umgebung zu bekommen, gibt es da irgendwo auf dem Arbeits in der Schmiede oder auf der ganzen Anlage von der Schmiede, weiß ich nicht, irgendwas, wo man sich beteiligen könnte, weiß ich nicht, Leute, die irgendwie Zeug von A nach B tragen, mehrere, wo man sich einfach mit zugesellen einreihen könnte, was vielleicht auch Soldaten machen. Ja, aber im Zuge des Beschattens macht ihr das teilweise. Naja, mir geht es darum, ich möchte Informationen haben? Ja, genau, ich möchte mehr Zeit bei den Schmieden verbringen. Ja. In der Hoffnung, dass ich da vielleicht ein Gespräch aufschnappe, was mir genauer sagt, was sie mit diesen Kettennetzen wollen. Ich habe zwar schon so eine Vorstellung, aber nein, du dummer Lehrling. Ich wünschte, mein letzter Junge wäre nicht ertrunken auf dem Weg hierher. Da müsste ich nicht dir Flachpfeife von fußlahmen Soldaten beibringen, wie das funktioniert. Der Jarl hat gesagt, die Löcher müssen kleiner sein als so. Er will jedes noch so kleine Tank haben, was in diesem verfluchten See rumschwimmt.
Das hatte ich vermutet. Und jetzt mach dich an die Arbeit. So, so, wie dein dummer Schädel. Hey, weniger schreien, mehr arbeiten. Hier, hör auf die Leute. Und noch eine. Und der alte Schmied wankt weiter und schimpft den nächsten Lehrling. Mhm. Hey, sag mal hier, der Schmied, sprech mal an. Ja, mach du deine Arbeit. Ich hab hier zu tun, misch dich nicht in mein Zeug ein. Ich find eure Netze sehen ein bisschen groß aus, so die Maschen. Meine Netze? Ich zeig dir gleich, was groß aussieht. Leg mal so die Hand auf den Schwertknauf. Und der weg mit dem Hammer. Und jetzt, geh woanders saufen. Ja, das nehme ich als Stichwort. Und geh weg. Also, die Fischen in dem See nach, was hat er gesagt, Tech? Mhm. Kennst du das Wort? Mhm. Was bedeutet das? Klopft sich gegen seinen Helm. Die Fischen Helm? Aus so Sachen wie der Heilstein. Wie wollen die denn mit dem Netz fangen? Hm. Entweder sind die richtig, richtig dämlich, oder? Der Stahlkutschen. Das ist. Ja, das, was wir da im Dings gesehen haben, ne? Mhm. Sowas war. Okay. Das müssen wir ja irgendwo hinpacken. Wie groß ist das mittlere Zelt? Wie viel Meter Durchmesser? 12. Okay, aber dieser Panzer, den wir gesehen haben, würde da nicht reinpassen? Und die Maschen in den Netzen, kann man das sehen? Weil die fertigen die da ja. Hinter dem großen Zelt ist tatsächlich auch noch so ein... Also ich habe ja gesagt, das ist ein Anbau, der verbunden ist damit. Mhm. Das ist ein bisschen niedriger. Aber der Anbau ist ja noch kleiner, hast du gesagt. Ja, definitiv. Aber von seinem Helm würden da schon einige reinpassen. Mhm. Aber die Netzmaschen, wenn das Kettenglied schon so groß ist, dann sind die Maschen ja wahrscheinlich nicht dazu in der Lage, Dinge zu fangen, die ein normaler Mensch tragen kann. Vielleicht nicht, ne? Mhm. Okay. Mhm. Ich würde versuchen, mir wirklich mal einen Überblick über das gesamte Lager zu verschaffen. Ich würde einfach mal einmal so im Kreis gehen. Dauert ja seine Zeit. Währenddessen bei euch. Licht taucht auf in der Dunkelheit. Bewegtes Flammenlicht taucht im Nebel auf. Und man könnte sagen, wird immer heller. Bewegt in einer Höhe, das auf einem Schiff sein könnte. Und er reißt euch aus euren Gedanken und eurem Hunger. Habt ihr den Chip? Können wir rüberschlagen? Quatsch! Lauter als dein Magen knurrt. Viele Ruder wie das letzte Schiff oder? Ungefähr. Dann sollten wir gegebenenfalls aus dem Lichtkegel raus. Was habt ihr vor? Meinst du, ab einer gewissen Uhrzeit weißt du, wenn es um Tauchen geht? Zu versuchen, lautlos in den Zelten leuchten. Tauchen geht, meint ihr, ist eine schlechte Idee? Zumindest nicht, wenn ihr nicht mich und Mina tragen wollt. Um die Menge zu reduzieren, die Lord Kreuz zurückschlagen muss. Wir müssen weiter runtergehen, ansonsten für Wasser, ich glaube, kaum, dass sie wissen, also ich bin jetzt nicht richtig gut. Also wenn sie Licht an Bord haben, sehen sie uns ohnehin schlecht. Jetzt, ich kann sie das Boot ist langsam zu erkennen. Schatten in einer dunklen Gasse, aber das ist nicht so ganz meine... 25 Meter von euch entfernt. In Richtung, wo die verschwunden sind, in Richtung des Hämmern. Das schwimmt. Was tut ihr? Wir verbergen uns. 300 Leute. Untertauchen, sind ja nicht tote Mann spielen. Also du bist auch ins Wasser rein. Du sagst ja im Licht auf dem Boot. Und du sagst 20, 25 Meter entfernt. Ja, es kommt näher. Also kommt auf uns zu und wäre dann... Es kreuzt euren Weg. Okay. Also sind die treffen euch nicht mit den Rudern. Das heißt, sie fahren nicht in 20 Meter Entfernung an uns vorbei, sondern sie halten das wäre ein gutes Motto. Oder sie schwimmen vor euch vorbei. Zischen. Und da würden wir uns verbergen. Mhm. Es gelingt auch, in der Dunkelheit unterzutauchen und dieses Boot an euch vorbei. Ziehen die Netze hinter sich her? Ihr hört es rasseln in der Dunkelheit. Hinten ist kein Licht dran und wenig zu erkennen.
aber spannend ist. Na halt, vielleicht wollt ihr erst noch was machen? Das Netz hängt so auf hochgezogen. Okay, also es ist nicht im Wasser. Genau. Es ist knapp, es rasselt, also es muss an der Luft sein. Gibt es die Möglichkeit, jemanden, der dort vielleicht irgendwo steht, unbemerkt so vom Bord zu ziehen und ins Wasser rein, dass man den mal interviewen könnte? Unbemerkt schwierig. Okay. Naja, das ist dann eher eine schlechte Idee, wenn so lang vor allem, solange die anderen im Lager sind. Nee, dann lassen wir die vorüberziehen, oder? Ja. Fällt dann sonst irgendwas an denen auf? An den beiden Schiffen? Nö, es sind scheinbar Kriegsboote, flusstauglich des Fürstentums der Schatten. Und es ist auch ganz regulär, es sind deren Kriegsschiffe. Damit müssen die auch die Truppen an Land geschafft haben, die den Angriff auf euer Fürstentum gemacht haben. Und es war schon immer bekannt, dass die größte Seemacht haben. Du weißt nicht, wie viele die jetzt davon haben, aber du rechnest schon damit, dass die wahrscheinlich in ihrem Fürstentum 30 bis 50 solche Drachenschiffe haben. Und es ist für dich normal, dass die mitgebracht haben. Die können das halt. Gesehen, dass alles trocken ist, diese Zelte aus Fell und so, das brennt aus dem Stern. Das Schiff ist schon lange verschwunden. Da hört ihr in der Dunkelheit Ruderschlag. Nur das als. Oder dann wissen sie, dass jemand da ist. Ja, aber Segelgeräusche mit von weiten Angriffsschiffen. Beziehungsweise die in andere Entfernung aus anderen Richtungen kommen auch auf den nur langen Messern in der Nacht. 200 Meter entfernten. Scheinbar Anlegestelle. Als wenn die jetzt alle heimkommen. Ja. Müssen wir aber mit den anderen reden. Ja, natürlich. Wenn man sich dieser Nebel, trägt der sehr weit die Stimme? Das heißt, wenn man jetzt mal so ein Schiff angreifen würde, würde das Geschrei, der Kampflärm so weit getragen werden, dass den zwangsläufig alle anderen hören würden? Wenn da ein anderes Schiff des Weges kommt, müsste das andere Schiff das definitiv hören. Und ansonsten kann es halt wie mit den Schmiedeschlägen sein. Ja? So mit Metall trägt weit. Wenn es dumm läuft, dann ist das auch bis zur Schmiede zu hören, weil die Schmiede bis zu euch gut zu hören ist. Wirklich gut. Man hört wirklich fast das Nachfedern, man hört das Aufsetzen. Es sind ein paar hundert Meter und es ist Metall auf Metall. Und ansonsten steht ihr seit inzwischen 5 Stunden in diesem Wasser hier. Durchweicht. Na gut, wir haben mit denen vereinbart, dass wir auf jeden Fall hier stehen bleiben, bis die wieder da sind, weil die uns sonst nicht mehr wiederfinden werden. Das heißt, wir werden dann auch die Stellung halten, weil wir uns nicht mehr wiedergefunden werden. Euer Überlaufen zum Fürstentum der Schatten hat halt auch Opfer gefordert. Vollkommen. Bald ist das Wasser so weit runter, dass wir einen Gedenkstein hinstellen können. Also, dann eine Sache. Ihr wartet weiter? Genau. Zurück zu euch. Eine Sache müssten wir jetzt oder würde ich gerne noch herausfinden. Und zwar, wo wahrscheinlich diese Fundstücke, falls sie denn schon welche haben, lagern würden, falls sie hier überhaupt lagern. Ja, 4 Erfolgsgrade geben dir natürlich noch eine weitere Information. Während ihr durch das Lager geht, seht ihr, wie eine Besatzung von Seemännern, sehe es hier so passend wie noch nie bei einem Seemann, schwer beladen vom Strand kommen. Da helfen wir jetzt mit. Die Seven in großen Säcken etwas hinter sich her. Es muss ein schweres Drum sein, was sie in Seile und Netze geschlagen haben. Eine Sache, alle zusammen, oder haben die alle nicht? Zwei, drei Dinge, die von verschiedenen Leuten gezogen werden. Okay, also zu schwer zum Tragen. Genau. Gezerrt. Und da sind dann auch zehn Mann beteiligt. Werden die beachtet von den anderen Leuten da? Ja, hier und da. Will da mal jemand in den Sack gucken zum Beispiel oder so? Nee, es ist irgendein Drum, was ihr in dem schäbigen Licht, was ihr gerade habt, einfach nicht erkennen könnt. Ja. Ja? Und es fällt ja auch nur so flackerndes Licht drauf. Ihr seht nur, die haben ein großes Drum von der Größe eines Kutschenrades. Aber deutlich schwerer. Gut, dann gehen wir mal nah ran und gaffen. So wie möglicherweise ein paar andere auch. Ja, ihr könnt es nicht erkennen, was das ist. Es sieht fremdartig aus. Na Jungs, was habt ihr gefangen? Einen dicken Fisch? Ja, also noch deine Schnauze. Hilf lieber. Ja, dann assistieren wir. Und dann beschattet ihr derart gut, dass ihr ruckzuck mit diesem Trupp seid.
der das Zeug in Richtung des großen Zeltes schleppt. Scheppert dann da was? Oder sind das mehrere Gegenstände im Sack? Scheppert auch irgendwas. Zerbrochen, auseinandergewühlt. Und tatsächlich zieht ihr das auf das kleinere Zelt von den beiden zu. Mhm. Und dann wird es da reingezogen. Ihr seid nicht die Ersten, ihr seid irgendwo hinten dran und ihr beschattet damit. Können wir in den Sack gucken, den wir dabei haben? Wie so ein Kutschenrad. Irgendein großes Drum, du kannst. Also das sieht nicht aus wie ein Kutschenrad. Nein, es ist von der Größe her wie ein Kutschenrad. Es also ist rund. Leicht metallern, aber matt. Mhm. Und es hat Rohre und irgendwas wie Ketten dran, aber es sind keine Ketten und es funktioniert einfach nicht, weil es ist. Es ist irgendwie abgebrochen aus auch. Es ist Tech. Ja, es kann Dinge, die nur der Imperator will. Und. Ich höre dir noch zu. Dann müsst ihr mir sagen, ob ihr mit in das Zelt wollt. Ja. Ja. Wir sollen ja helfen. Dann betretet ihr das Zelt und im Nu kommt ein warmer Lichtschein, der ein Zelt von einem Durchmesser von 7-8 Metern offenbart, was von zahlreichen Fackeln ausgeleuchtet ist. Über und über sind an den Rändern des Zeltes Dinge aufgestapelt, die ihr nicht zuordnen könnt, die ihr noch nie gesehen habt, aber sie sehen vorzüglich aus. Es sind große Dinge mit dünnen Stöcken dran, die so dünn aussehen, als würden sie mit Leichtigkeit brechen, aber sie scheinen aus einem Eisen oder Stein zu sein, der härter ist als alles, was ihr je gesehen habt. Ihr seht Ketten, ihr seht wie lange Schachtelholme, die sich biegen in Rot, Gelb und Gelb-Schwarz gestreift. Und mittendrin ist eine Art Thron. Und auf diesem Thron sitzt der größte Mann, den ihr je gesehen habt. Größer als er? Zwei Köpfe. Scheiße. Die Gestalt ist in eine Art, fast wie in den Tempelbildern, in so eine Toga gehüllt. Sie ist gewaltig. Ihre Haut ist, ihr Fleisch ist durchdrungen von ganz seltsamen, kreisrunden, metallisch schimmernden Ansätzen. Die Gestalt ist so schulterbreit und so groß, dass Lord Kreutz daneben ein bisschen klein aussieht. Mhm. Also wirklich, als hätte man eine Statue geschmiedet. Und tatsächlich benimmt sich die Gestalt auch wie eine Statue. Sind die Augen offen? Die Augen sind offen und starren ins Nichts. Ist er tot vielleicht? Also die Haut ist fast in diesem Licht kränklich weiß. Mhm. Bewegt sich die Brust? Kaum merkbar. Aber ein bisschen. Die Augen sind ganz hart blutunterlaufen. Okay. Blinzelt der? Ich versuche immer, ich gucke immer wieder weg und mache so einen, wahrscheinlich mache ich eh einen ehrfürchtigen Gesichtsausdruck, aber ja, da bin ich bestimmt nicht der Einzige. Da komme ich gleich noch zu. Mhm. Okay. Du siehst an der Nase und an den Ohren Spuren von getrocknetem Blut. Mhm. Und ansonsten treten durch die fast gläserne Haut schwarze Adern, die ein bisschen kühl und tot aussehen. Insgesamt hat die Gestalt viel von dem, was man Frankensteins Monster zuordnen könnte. Sie ist vernarbt, glatzköpfig, hat aber eine Adlernase und einen Gesichtsausdruck, der irgendwie trotz der Situation, die du hier erlebst, erhaben ist, Ehrfurcht von dir einfordert. Und sie hat tatsächlich auch Schmuck und Körperzeichnungen. Allerdings nichts, was du auf Anhieb so zuordnen kannst. Es sieht aus wie Schriften. Ich kann lesen. Es ist
bombastisch und hat dich gerade erstmal so getroffen, dass du nur einzelne Worte siehst, die in einer Sprache sind, die du nicht kennst. Bin ich in der Lage, irgendwelche Entscheidungen noch zu treffen in diesem Zustand? Hier, legt das da ein. Dann gehen wir schnell wieder raus. Hier, wir haben euch große Tech gebracht. Keine Reaktion von der Gestalt. Mhm. Was sollen wir mit dem Teil hier machen? Sagen vier eintretende Leute vom Fürstentum der Schatten, die irgendetwas gewaltig Großes hinter sich herziehen, was kaum bewegt werden kann. Das Ding sieht aus wie ein schwarzer Kasten mit irgendwelchen Bändern dran, die beschrieben sind. Und da bewegt sich aus eurem Augenwinkel mal kurz etwas auf dem Thron. Aber als ihr hinguckt, ist der Gesichtsausdruck nur stählern und der Kopf blickt das an. Aber diese Leute machen jetzt irgendwas mit dem Kasten. Ja, die legen den irgendwo ab, barren den irgendwo auf. Scheint der zumindest in der Lage zu sein, Fragen zu beantworten. Große Banner vom Fürstentum der Schatten sind hier in diesem Zelt aufgehängt und vor diesen Bannern werden die Dinge, die hier angeschleppt werden, tatsächlich aufgebahrt. Mhm. Aber es ist so viel Zeug schon. Es sind bestimmt ein Dutzend Gegenstände, die alle größer sind, als du sie tragen könntest. Alles klar. Wie so Trümmer-Schrapnelle, die hier überall hingelegt werden. Bin ich in der Lage, mir zumindest ein paar Worte von diesen Körperzeichnungen, auch wenn ich sie nicht kenne, zu merken? Das ist verborgen und du siehst immer nur so Fetzen. Das ist ja nicht komplett tätowiert, ja? Oder sind da Symbole drauf, die man erkennt? Vielleicht dieses Kreuz von dem Raumschiff? Ja, das ich doch. Nicht als Raumschiff. Du siehst so zwei so Kreuzarme. Mhm. Das kann man so sagen. Mhm. Und zuletzt. Siehst du einen Mann, einen kleinen Mann, der so klein aussieht, dass er dir einfach nicht aufgefallen ist neben der titanischen Gestalt dieses Riesen. Die gebrochene Gestalt eines Mannes in Priesterrobe, der neben dem Thron kniet und blutdurchtränkte Verbände auswäscht. Mhm. Sieht aus wie jener, aber ist sehr runtergekommen. Und er trägt eine Kette, die ihn am Bein fesselt. Alles klar. Liegt hier in dem ganzen Zeug irgendwas, das wie Waffen aussieht? Waffen, die jemand von seiner bzw. der Größe von dem Typen auf dem Thron führen könnte. Ich weiß, wir müssen... Aufmerksamkeit! Nee. Nutzen Schicksalspunkt. Ja, ich weiß gar nicht, wie viel ich habe, ehrlich gesagt. Nicht geschafft. Vielleicht mal eine 3 oder so. Mhm. Ich habe 2, also... Ich benutze noch einen. Na, ich habe nicht geschafft. Ich habe nur 2. Ich habe 3. Ich glaube, dann würde ich den Ausgang ansteuern, weil niemand anders hier auch länger. Ja, ja. Nichts? Mhm. Nee. Ihr seht nichts, was euch annähernd wie eine Waffe vorkommt. Alles klar. Und dann beendet ihr halbwegs euren Rundgang. Jetzt kommen allerdings. Tatsächlich wird das Lager ziemlich voll gerade. So dass es euch brenzlig wird. Dann verschwinden wir. Und weil ihr so gut beschattet habt, verschwindet ihr in der Dunkelheit. So, als ihr jetzt schon lange sich dem Feind angeschlossen haben müssten. Bleiben die denn? Jetzt seht ihr mehrere Boote, die hier vor Anker liegen. Mhm. Ja. Wir sollten uns auf jeden Fall einen Moment aufsehen. An dem wir nicht mehr hier verweilen. Wer weiß, vielleicht sind sie schon längst tot. Oder werden gefoltert und sagen, wo wir sind. Sie kesseln uns bestimmt bereits ein. Vielleicht solltet ihr positiver denken. Vielleicht sind sie tot. Nicht so positiv. Ach so. Ist halt wieder so witzig.
sucht euch aus den Zeitpunkt, wo ihr im Wasser quasi blitschplatsch Bemerkungen macht. Wahrscheinlich werden sie eher euch hören als ihr sie. Dann jetzt. Was ist das für Geräusch? Sieht das aus? Ja, ich mach doch. Ganz leise, ich tauche so halb unter. Aber ich glaube, außer uns sonst nicht. Ich auch. Hier rumzuwarten. Ich bewege mich mal langsam in die Richtung. Ja. Seid ihr das? Ja. Wir haben schon Angst, ihr würdet nicht zurückkehren. Ja, wir wurden eingezogen. Aber ihr konntet euch wieder lösen. Ja. Habt ihr was gegessen? Nein. Nein. Dafür war keine Zeit. Hat es sich belohnt? Gott sei Dank. Wir wissen jetzt ein bisschen was. Ja, dann mach raus damit. Die suchen, glaubt sich gegen den Helm. Tech. Also nicht nur das. Die Fische in der Mitte, sondern sie versuchen, Kleinteile zu finden. Die versuchen nicht nur. Sie finden auch welche. Dann scheint das Gefährt auseinandergebrochen. Und da, wo sie das Tech hinbringen, da ist ein Mo, der ist größer wie du. Was? Oh ja, eine ganze Ecke. Auch deine. Die Metallbuchsen. Habe ich überhaupt Metallbuchsen? Weißt das nicht, oder? Weißt du das? Ich habe das mal gefragt. Ich meine, du hättest es verneint. Ja. Hallo. Der hat Metallbuchsen am Körper. Und vor allen Dingen, der hat so ein Kreuz, wie auf dem Teil im Wasser hat er auf dem Körper. Sagt mir das was? Ah, das klingt sehr kryptisch. So, der richtige Groschen fällt auf jeden Fall nicht. Der ist riesengroß. So ein Kreuz und wie er auf dem Rücken hat? Was für ein Kreuz hast du denn auf dem Rücken? Ja, ich ziehe mein Oberteil mal aus und drehe mich um, dass ihr das Kreuz auf dem Rücken sehen könnt. Tatsächlich? Ja, genau so. Dann ist das einer von euch. Und die lagen an die Waffen zentral und diesen... Waffen habe ich da nicht gesehen. Und der noch. Und hat er irgendwas gesagt? Also... Ich fange mal vorne an. Ja, bitte. Also das Lager ist erstmal umringt von riesigen Feuerkörben, mit denen die den Nebel vertreiben und die Feuchtigkeit. Glaube ich jedenfalls. Von mir aus. Im Lager ist nämlich nicht nebelig und auch ein bisschen trockener. So, und die, wie wir, das, was wir da hören, ist, die schmieden Ketten. Also wir versuchen nicht... Für diese Netze. Genau, die bauen Netze aus den Ketten und damit fischen die im See. Und das, was sie rausholen, und sie holen was raus, das schleppen die dann in die Mitte vom Lager, in so ein Zelt. Da sitzt auf einem Thron in der Mitte dieser Riese, der noch größer als wie Lord Kreuz. Der deren Seite? Der sitzt da in einem Thron und sieht fast tot aus. Also ist der tot? Ich wollte vorne anfangen. Lass ihn ausreden. Oh, redet so um den heißen Brei herum. Nee, tue ich nicht. Ich fange vorne an. Sehr gut. So. Wir konnten uns in diese Reihe einmogeln, beziehungsweise wurden eingezogen, um die Schiffe mit dem, wie heißt das Zeug nochmal? Tech. Mit dem Tech zu entladen. Das ist ganz schön schweres Zeug. Wir mussten zum Beispiel so ein Ding schleppen, das war so groß wie ein Kutschenrad. Aber da guckten so kleine, dünne Dinger raus. Die waren ganz bunt und so. Gut. Keine Ahnung. Verstanden. Für mich sah es aus, als wäre es einfach irgendwo abgebrochen. Wäre ja denkbar. So. Und wenn man da reinkommt, dann sitzt da in der Mitte, in diesem Zelt, das in der Mitte vom Lager steht. Wo es eigentlich zwei Zelte, die verbunden sind. Wir waren nur in einem davon drin. Dann sitzt da in der Mitte auf einem Thron. Woraus war der Thron eigentlich? Habe ich das mitgekriegt oder war ich zu sehr mit dem Riesen beschäftigt? Deutlich. Alles klar. Ja, okay. Der sitzt auf dem Thron. Und er hat, wie diese Statuen und irgendwie in den Buntglasbildern, er hat so ein, wie so ein Betttuch, aber das nur so über eine Schulter geht und dann so einen Arm umwickelt. Verstanden. Eine Tunika? Ein Toga? Keine Ahnung, wie man das nennt. Ein Geistlicher manchmal? Wie jemand, der ein Betttuch anhat oder wichtig aussieht auf einer Tempeldarstellung. Und er trägt so ein Kreuz und er ist verletzt. Das Kreuz ist auf seiner Haut. Eine Verletzung habe ich nicht gesehen, aber seine Brust hat sich kaum bewegt. Die Augen waren schwer blutunterlaufen, haben
geradeaus gestarrt. Er hatte an der Nase und an den Ohren Reste von getrocknetem Blut. Ein ganz bisschen. Man hat fast schwarze Adern unter der Haut gesehen, also sehr dunkel. Die Haut war ganz blass. Im Grunde sah der ein bisschen aus, als wäre der aus Wachs oder eine Leiche. Aber die Brust hat sich ganz wenig bewegt. Ich glaube ja. Vielleicht haben sie eine Wasserleiche. Ich konnte den jetzt nicht ewig lange anstarren. Nee, der war nicht vergammelt. Also der Kopf hat sie bewegt. Kopf hat sich bewegt? Also doch keine Leiche. Ja, das könnte auch der Typ zu seinen Füßen gewesen sein, der die eingewiesen hat, die Leute. Den haben wir fast nicht bemerkt. Er war so ein ganz alter, kauziger Priester, war an seine Füße, zu Füßen des Throns mit so einer Schelle angebunden und hat Verbände gewaschen. Was für ein Priester? Ja, so ein alter Typ in Priestersachen mit so einem Rauschebart und weißen. Und der versorgt den großen Mann auf dem Tisch. Also wir konnten ja nicht ewig da drin bleiben, das wäre aufgefallen. Und ich musste mir ja auch noch den ganzen anderen Scheiß angucken. Also der hat Verbände gewaschen in dem Moment, wo ich den gesehen habe, und dann mussten wir auch schon verschwinden. Aber der war, also er hat Priesterroben getragen, so wie wir die hier, wenn ich das erkannt habe, dann würden die ja die Geistlichen der Stadt auch so aussehen, ne? Sieht man, deutlich Ekklesiarchie. Ja, der war wahrscheinlich aus der Königsstadt oder so. Der war da festgekettet. Also jemand, der nicht. Und den Tag haben die drumherum so an den Wänden vom Zelt aufgebaut. Da war aber nichts, was aussah wie Waffen. Weiß ich nicht, also. Vielleicht wollten die auch nur sortieren. Saß er denn zusammengesunken da, oder? Ja, da hat er so gekauert, der musste ja die Verbände... Nein, ich meine der Große. Achso, nö, da... Vielleicht haben die den aber auch festgemacht oder so, das habe ich nicht gesehen. Wir konnten da ja nicht rumstehen und gaffen. Und er hat nicht geblinzelt? Kein bisschen. Kein bisschen. Dann ist er sicherlich tot gewesen. Nein, der hatte dazu eine Idee. Was denn? Also wir müssen in dieses Zelt. Natürlich müssen wir in dieses Zelt. Und du in einem Sack könntest als Tag durchgehen. Ich wäre jetzt nicht auf den Sack gekommen, aber grundsätzlich wäre das auch meine Idee gewesen. Dass ihr behauptet, mich im See gefunden zu haben. Und dann schleppen sie, oder ihr schleppt mich dann womöglich in dieses Zelt. Oder es... Ich glaube, das mit dem Sack ist besser, weil dann kriegen wir, bis du da drin bist, nicht viel Aufmerksamkeit. Richtig, darum geht es. Wenn sie nämlich vorher schon sehen, oh mein Gott, da ist noch einer, wer weiß, wo sie dich dann... Die saufen übrigens wie die Löcher. Wir könnten einiges mit langen Messern machen, bevor da irgendwer was merkt. Ich denke, wenn man erstmal in dem Zelt wäre, hätte man eine gute Ausgangsbasis. Kennst du nicht irgendwas, mit dem man Leute einschläfern kann? Hilft uns womöglich. Ich dachte, das sind deine Feinde. Sollen wir die nicht einfach abstechen? Übrigens sind das nicht alles Soldaten, also ganz viele so Handwerker und so. Ansonsten, die ganzen Schiffe kommen alle abends zurück. Es wären viel weniger Soldaten im Lager, wenn man es tagsüber macht. Nur dann wäre es schwer zu begründen, wie wir einen Sack Tech dahin schleppen. Das stimmt. Dann besser jetzt. Ja, jetzt sind die Besatzungen nämlich voll. Also, voll. Besoffen. Hoffentlich. Vielleicht könnte man an einem anderen Ort des Lagers, ansonsten am ganz, ganz anderen Ende irgendwie Unruhe stiften, damit zumindest nicht die volle Aufmerksamkeit. Ja, Feuer legen ist mir schon eingefallen. Erstens haben die da so viel Funkenflug durch die Körbe, dass das gar nicht so unwahrscheinlich ist. Und zweitens könnte man dann parallel Leute abstechen, das merkt dann erstmal niemand. Wobei der Plan mit dem Sack... Aus. Jetzt müssen wir leider aufhören. Du kannst den Satz noch beenden, wenn du willst. Aber schon zu spät? Wenn wir das Ablenkungsmanöver nicht starten sollten, wenn wir das mit dem Sack vorhaben. Ansonsten gibt es ja rundherum Chaos und eine Einlieferung in dieses Zelt wäre dann unmöglich. Wir könnten, nachdem wir dich in das Zelt geschleift haben, jetzt keine weiteren Brainstorming anfangen. Schreibt euch eure Ideen auf. Hm. Und wir das noch kommen leider jetzt in die Feedback-Runde. So, wunderschön zum Ende hin. Wer möchte denn heute den Anfang machen? Gut. Von mir vorweg, vielen Dank, Gregor, fürs Spielleiten.
Auch wieder vielen Dank für die musikalische Untermalung. Vielen Dank für dein Wellenbild im Hintergrund. Ich finde, das war sehr stimmungsvoll und hat der ganzen Sache war sehr dienlich. Also ich fand das richtig gut war mit dem Nebel da drauf und es hat die Immersion noch ein wenig verstärkt. Fand ich gut. Ich fand dein Intro am Anfang toll. Das hat die ganze Sache nochmal wieder gut reingeholt, die Stimmung wieder aufgebaut, auch die klare Ansage davor, bitte bei entsprechenden Ansprachen bzw. Beschreibungen nicht zu unterbrechen, fand ich klar und deutlich, gut verständlich angebracht. Fand ich sehr hilfreich an der Stelle. Durch die ganze Musik, durch deine Beschreibung, durch das Spiel der anderen, für das ich mich auch bedanke, fand ich, dass es heute viel sehr stimmungsintensiv war. Man war sehr drin, fand ich. Es gab zwischendurch Wartestrecken, die ich aber schwer vermeidbar fand. Und ich sage, ja, man könnte jetzt mal mit allen Leuten zusammengehen, das ergibt aber nicht immer Sinn. Und was ich überhaupt nicht mag, ist blinder Aktionismus, um irgendwas zu tun, während man wartet. Genau wie das mit dem Schiff. Ich dachte, ja, eigentlich könnte man da jetzt da draufklettern, um so das Schiff zu erobern. Aber ich sage, eigentlich ist das jetzt Schwachsinn und widerspricht vollkommen dem Plan. Das wäre eher, um irgendwas zu tun. Das finde ich verlockend an manchen Stellen. Bin aber ganz froh, dass wir das nicht gemacht haben. Und finde es dann gut, wenn man sagt, ja gut, dann warten wir jetzt halt, dann hat man jetzt gerade mal nichts zu tun. Das ist dann mal eben so. Und das ist eben einer der Nachteile an der Rolle, wenn man eine Person spielt, die 2,20 Meter groß ist und von allen wiedererkannt wird. Ist einfach kein guter Infiltrator. Zumindest nicht in einem Herlager von irgendwelchen Wilden. Ich fand das Rollenspiel von den anderen heute klasse. Du hast ja leider eine sehr, sehr stille Rolle, die du aber wirklich gut darstellst, wie beim letzten Mal auch schon. Ich mag die Zankereien zwischen der Prinzessin und dem Stadtgardisten. Und die noch immer wieder sagen zu müssen, sie sollen sich bitte wann anders streiten. Keine Streitereien während des Einsatzes. Das fand ich gut. Ich finde es sehr spannend. Ich bin sehr gespannt darauf, wie es weitergeht. Auch jetzt, wo man einen konkreten Plan hat, wo man einen Ausblick hat, wo es sich gelohnt hat, die Informationen zu sammeln, weil man dadurch eben jetzt Hinweise kriegt, auf wie es weitergehen könnte. Ich finde das sehr mysteriös mit dem riesen Kerl auf dem Stuhl und dem möglicherweise altbekannten Vater, den wir vielleicht schon mal gesehen haben, falls es der gleiche ist. Dazu ist so eine Vermutung, wir haben ja nicht gesehen, wie er gestorben ist. Und er ist angebunden, vielleicht damit er nicht wegrennt. Möglicherweise, die meisten Leute sind angebunden, damit sie nicht wegrennen. Finde ich ziemlich cool. Gibt auch einen Ausblick darauf, dass man nochmal alte NSCs, die man gerne hat, nochmal wieder treffen könnte. Falls er es ist. Ich fand es gut, dass wir heute nicht gekämpft haben. Weil das bedeutet hätte, dass wir irgendwo gescheitert gewesen wären. Dass es heute nicht zum Kampf kam, war also im Endeffekt ein Erfolgserlebnis. Ich fand die NSCs wieder gut dargestellt und fand, dass es insgesamt gut war. Ich finde, heute hat es auch noch mal ein bisschen mehr Fahrt aufgenommen. Von der Stimmung her, es war sehr spannend. Auch so das mit dem Schiff und der Mina, die dann aufgetaucht ist, das Rollenspiel, was ihr dann gemacht habt, um das Schiff wieder weiterfahren zu lassen, wie du darauf reagiert hast, wie die sich dann gegenseitig angepumpt haben, die Infiltration vom Lager, das war auch sehr spannend zuzuhören. Jedenfalls insgesamt vielen Dank, ich fand es sehr schön. Danke, wen möchtest du hören? Ich gebe einfach so rum, ich bin nicht kreativ an der Stelle. Du bist nicht kreativ, ne? Ja, ich bedanke mich auch sehr für den Spielabend heute. Ich fand es wirklich sehr, sehr intensiv, sehr spannend. Ich habe mich sehr gefreut, dass die Stimmung vom letzten Mal eigentlich so weitergeführt wurde. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich fand diese Szene mit diesem Schiff so geil. Das kommt dann an, ja, Horst! Ja, was ist der Horst? Der ist doch nicht ernst zum Kriegsführer gebracht, bla 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 bla. Das war sehr cool. Ansonsten, das finde ich super cool mit dem Video, weil ich habe die ganze Zeit so diesen See im Hintergrund gehabt und habe gedacht, so ja, der ist jetzt auch noch warm. Komisch, nee. Also das fand ich sehr, sehr cool. Das hat mir sehr gut gefallen. Ansonsten fand ich das, ich fand es heute sehr spannend. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ich freute mich, dass ich, dass mein Charakter nützlich war an der Stelle mit dem, wie die Fürstin der Schatten heißt. Das hat mich sehr gefreut. Ich will wissen, was mit diesem Typen auf dem Thron ist. Ja, die Heilsteine. Ja! Ja, ich weiß es. Sein mit so nicht vorhandenen Poren, auf der anderen Seite Silber. Tabletten. Super cool. Das denkst du dir aus oder kriegst du die Infos vom Gregor? Ja, cool, sehr cool. Der braucht nicht viele Vorgaben. Sehr kreativ, danke dafür. Das Streiten mit dem Büchsenmacher macht mir so viel Spaß. Und ich glaube, der Fürstin macht das auch unheimlich Spaß. Sie wird es nie zugeben, aber der macht das Spaß. Oh Gott, und dann der arme Geschwister.
Ja. Du hast diese scheiß Eifelkind-Mentalität, die genau der Büchsenmacher rauskitzelt mit seinen fünf Brüdern. Richtig, genau. Und dann der arme Bruno. Der arme Bruno. Der arme Bruno. Ich dachte, der ist Brutus. Ja, nur E.T. So. Warum ist der Esel? Und auch so schön, dass der Büchsenmacher dann einfach gut muss zu weinen. Das, oh. Voll gut. Ich gebe ab an euch, gehe einfach so weiter und gehe dann. Ja, ich bedanke mich bei Jesus und meiner Mama. Nein, also meine Haare aufmachen. Nee, Entschuldigung, aber Jesus war kein Brillenträger, er hat die schlecht sehenden Leute heilen können. Also. Welche Uni? Er konnte sich selbst nicht helfen. Ja, also das war sehr, sehr schön präsentiert. Mit dem Bild, das ja im Grunde unser gesamten Erlebnishorizont dargestellt hat. Das war ganz schön. Wäre ich auch nicht so drauf gekommen, gerade bei dieser Seeszene, dass man wirklich nur so einen winzigen Ausschnitt wählen muss, um einen kompletten Umkreis. Das fand ich hat gut gewirkt. Sieht ja überall da aus. Ja, eben drum, aber den Bogen zu schlagen. aber für mich ist dieses, das ist ja alles für mich Neuland. Also will heißen, ich bin es gar nicht gewöhnt, so medial, wie das hier läuft, zu spielen. Bisher, also jetzt ein bisschen schon, aber ich glaube, das höchste der Gefühle ist, dass jemand mit einem Laptop nebenher irgendwie Bauernhofgeräusche einspielt in meinen D&D-Runden oder so. Ich bin heute an die Grenzen gestoßen mit dem Charakter mehrfach, weil kann er nichts. Und das ist einfach so. Ich habe heute einen Wurf gehabt, wo ich eine mehr als 50%ige Chance auf Erfolg hatte. Und ich finde das, ich finde das schon bei meinem 5000 EP Soldaten zwischenzeitlich frustrierend, wie hier das mit den Zahlen funktioniert. Ich habe mit dem 7 Sachen gelernt, das war's. So, der ist jetzt gerade mit dem Beschatten. Das hat dann, da habe ich auch gut gewürfelt, glücklicherweise, aber im Grunde dürfte er der gar nicht erst die Ideen haben, die ich im Laufe des Abends heute hatte. Nur hätte ich die nicht genommen, hätte ich keinen Spaß gehabt. Das heißt, ich habe eine Diskrepanz zwischen dem, was im Grunde der, nennen wir es mal, feudalweltbedingten Unfähigkeit dieser Figur und dem, was zu machen und irgendwie Spaß macht und was mir irgendwie als eine lohnende Idee erscheint. Ich versuche das immer noch irgendwie in Einklang zu bringen, aber eigentlich nervt es mich. Eigentlich nervt es mich, dass er nicht wirklich was kann. So, ich weiß nicht, ich glaube, es wäre nett. Ich musste eigentlich mit dem, was mir zur Verfügung stand, so gerade mit Ach und Krach die Stadtgardistenrolle erfüllen. Dafür hat es gerade gereicht, aber ich kriege nirgendwo einen Bonus drauf. Ich habe im Grunde immer irgendwie eine 30-35%ige Chance, die Würfel zu schaffen. Und das ist scheiße. Geht bei mir genauso. Ja, aber du hast fast alles angekreuzt im Gegensatz zu mir. Ja, das stimmt. Richtig. Ja, gut, das stimmt. Ergo hast du Dave zumindest. Kannst du deinen Charakter als jemanden spielen, der zumindest eine sehr breite Palette an erlernten Dingen hat und Erfahrungswerten? Du kannst dich ganz anders bewegen in der Umgebung und auf ganz andere Sachen kommen. Und zumindest eine Grundkompetenz kann man dir unterstellen. Bei Konrad funktioniert das nicht. Und ich muss gestehen, hier stelle ich doch fest, ich mag nicht irgendwie Leute spielen, die fast nichts können. Das funktioniert für mich nicht gut. Da stoße ich an die Grenzen meiner Darstellung. Das kann ich, komisch kann ich das, aber im Grunde müsste jemand wie er eigentlich komplett und überall den Fluchtreflex haben bei dem, was wir so erleben. Wobei Willenskraft meine zweitbeste Fähigkeit ist, aber auch da habe ich immer noch eine 59%ige Chance zu vergeigen bei einem normalen Wurf. Ja, ist halt. Was nicht heißt, ich habe mich gelangweilt, gar nicht. Also ich habe durchaus meinen Spaß gehabt, aber... ich denke, das Wort Diskrepanz beschreibt das ganz gut. Der Charakter ist halt jetzt auch schon die dritte Session alt.
Und die erste Session war es vielleicht noch cool, der Stadtgard ist zu sein, aber es müsste eigentlich eine Entwicklung stattfinden. Ich denke, die Limitationen sind für mich einfach frustrierend, weil ich öfter mal merke, so, nee, das kann ich jetzt nicht machen. Das wäre cool, das wird Spaß machen. Grundsätzlich finde ich das auch gut, wenn es Limitationen gibt, man nicht alles umsetzen kann. Aber, wenn wir mal mit irgendwie Pathfinder, D&D oder so vergleichen, dann diese Spiele vermitteln dir, du kannst etwas. Und es gibt sehr viel mehr diese Situation, wo du auch entweder auf jeden Fall oder sehr wahrscheinlich etwas umgesetzt bekommst. Zum Beispiel viele Zauber funktionieren automatisch. Mhm. Ich verstehe, dass Warhammer eine ganz andere, eine härtere Gangart braucht, völlig klar. Finde ich auch richtig. Möchtest du jetzt gleich eine Antwort drauf? Oder ist es einfach erstmal nur ein Erfahrungswert, ne? Erstmal nur Informationen, die du in die Runde streust. Ja. Okay. Also wenn du keine Antwort brauchst, dann nehme ich das, habe ich das verstanden und aufgenommen. Ich denke, und ich habe durch diese Schweigsamkeit deines Charakters, ja, habe ich immer im Kopf, halte ich zurück, der kommt nicht zum Wort, so als ich als Spieler denke. Weil ich weiß, ich spiele ziemlich nach vorne und in meiner D&D-Runde äußert sich das dadurch, dass niemand außer mir überhaupt Ideen zur Lösung unserer Probleme hat, was vielleicht auch nicht ganz so sehr, aber ne, dieses... Nimm dich bitte nicht zurück. Ja, ich weiß, dass das... Aber du bist auch heute... mit so spielerischen Sachen sehr zurückhaltend gewesen. Das heißt, dass der Charakter schweigsam ist, ist eine Sache. Aber irgendwie, diese ganze Beschattungsgeschichte, hatte ich das Gefühl, ich übergehe dich. Mein Charakter hat sich da einfach noch nicht gehalten, weil er in der Regel 10-mal weniger Menschen auf einem Haufen kennt. Ich habe das begriffen, aber es war halt irgendwie so... Ne? Lass ihn doch auch mal was sagen. Irgendwie so, ne? Also, nächstes Mal mach ich das nicht. Da fahre ich die Ellenbogen aus. Jawohl. Alright. Ich finde es geil, dass wir erwachsen spielen. Jetzt nicht hier von wegen, du bist da hinten beim Boot und weil du es wahrscheinlich kannst, da irgendwie ein Loch in das Boot reinzuboxen oder an Bord zu gehen und den Kindern vom Maßstab her zu dir die Köpfe abzubeißen. Hast du es nicht getan, weil es für unsere Situation nicht klug gewesen wäre. Ja? Oder solche Nummern wie, ja, jetzt stechen wir die Leute ab, so viel wie es geht und zünden die Sachen an. Weil in meinem Kopf habe ich gesehen, wie wir, okay, ich habe auf meinen Charakterbogen geguckt, dachte mir, okay, ich muss mich anschleichen können, das würde ich vermutlich hinkriegen, aber bei einem Prozentsystem ist es 300 Leute, das heißt 56 mal 3 oft werde ich verkacken. Mir war das sehr klar, dass wir das besser nicht umsetzen, also ja, keine und Sorge. Allein schon, dass wir in einem Lager sind, ist halt schon auch so eine Nummer. Von wegen, ja, egal was wir machen, wenn wir jetzt verkacken, dann sind wir tot. Das jetzt noch über den Bock zu treiben und hier jetzt anfangen Leute... Nein, das war knassen. Immer als eine Sache, die in Kombination mit Lord Kreuz durchgeführt ja, wird. Aber, genau sein Ding. 300 Leute, kein Problem. Keine 300 Leute von hinten abmessern. Stumpf, stumpf, stumpf. Das machst du auch gerne. Mast. Mast gemessert. Hier hat es keiner gehört. Okay. Da fehlt mir wenigstens noch mehrere Leute drauf. Gibt es einen Schattenschatz? Aber du sagst es. Das war irgendwie erwachsen und das war irgendwie. Die Legende von dem Spielercharakter, der das hingekriegt hat, ist halt eine andere. Geschichte. Ja, das ist halt Zukunftsmusik. Ist immer noch grimdark. Und vermutlich würdet ihr einfach nur kläglich erstochen werden. Also ich bin deiner Meinung. Der Plan war ja, wenn das auffliegt, dass er dann auch auffliegt. Und wir eben eine Chance haben. Klar. Mir war völlig klar, dass wir das nicht umgesetzt kriegen. Das ein oder andere Mal wollte ich auch was sagen, aber dann hast du im selben Atemzug dann auch gleich schon was gesagt. Was überhaupt kein Problem ist, weil ich habe mehr oder weniger hin und wieder einfach mal so ein paar subjektive Hints oder sowas, die ich dann halt rausgebe, die halt nicht offensichtlich sind. Ich arbeite dann mit dem Charakter momentan mehr über Beschreibungen, was er macht.
Ich fand es insgesamt sehr stimmig heute. Die Aktion mit dem Esel, der hat uns so treu begleitet und es war cool gespielt. Cool genug, dass ich sage, es hat mir gefallen, aber nicht zu cool, dass ich sage, es hat zu viel Spielzeit in Anspruch genommen. Ja. man muss ja selber schauen, wo man bleibt. Du solltest meine Dunkelelfen mal erleben. Ja. Ich kann noch nie Dunkelelfen. Schade. Ja, doch, im Kongressradio gibt es einen Künstler, der heißt Chris Marley und er singt gegen die, das unterdrückerische Material. Mhm. Ja. Kannst du das rausschneiden? Sein Top-Song ist No Woman, No Cry, aber das kannst du dir ja fast denken. Wurde auf Deutsch übersetzt, keine Alte, kein Problem. Kann ich das auch rausschneiden? Nein, bitte nicht, das ist, ja, ist ganz wichtig. Ich habe es mir nicht gemerkt, ich muss ja wissen, was ich suchen muss. Ja. Ja, das findest du nicht online, das gibt's nur Underground. Weiter. Ja, dann das Lager war eine coole Nummer. Das mit dem Boot und mit dem im Wasser. Wie heißt der Horst? Horst. Der gute Horst. Das war, der wird jetzt wahrscheinlich zum Kampfführer. Wird sich angesprochen, dass einer ist, da muss auch einer sein. Ja, geil. Fake it until you make it. Ja, insgesamt fand ich es sehr stimmig. Ich habe oft genug gewürfelt. Ich mag es zu würfeln. Was ja irgendwie dazugehört auch. Aber ihr beide hattet wenig Würfe heute, gell? Ich glaube, ich habe zwei oder so. Mhm. Kampf muss nicht immer sein. Ansonsten bin ich voll zufrieden mit dem heutigen Tag. Und es spielt noch in die Karten, dass wir heute schon früher aufhören, weil ich selber auch ziemlich fertig bin. Dankeschön. Stop. Ich bin auch sehr zufrieden. Wir haben wie immer nicht so viel geschafft, wie der Spielleiter gerne gehabt hätte. Das ist Tradition. Aber es gab keine Situation. Es gab mehrere Situationen, wo ich mir gedacht habe, okay, wie viel schießt mit der Zeit aus? Was willst du machen? Willst du sagen, hey, ihr Idioten, hört jetzt auf zu spielen und geht in diese Richtung? Das würde allem, woran ich glaube, widersprechen. Und darum habe ich es dann halt laufen lassen und darum haben wir so viel geschafft, wie wir geschafft haben. Wir sind aber so weit gekommen, in etwa, wie ich mindestens wollte, Und von daher bin ich sehr zufrieden. Rollenspielerisch waren mehrere richtig coole Sachen dabei, wo ich echt gefunden habe, okay, hier, wow, darauf wäre ich nicht gekommen, hier hat mich der Charakter, hier hat mich jener Charakter bereichert und hat mir diesen Schmunzler beschafft. Gut. Ja, jeder von euch tatsächlich hat mir so Schmunzler beschafft, ob das jetzt die Aktion mit dem Esel war, auf die ich nicht gekommen wäre. Ja, ob das dein A Cappella Horst Nummer gewesen wäre. Ja, ob du einfach dich zurück hättest lassen auf dem Floßstück. Und dann immer mit deinem Bezug nehmen auf Mina, die du ja immer auf deiner Seite weißt. Immer. Weil das ist ja ein Instant-Gesprächsverstärker. Schnippen Mina, zack. Mhm. Zofen-like. Genau. Ja, oder bei dir zum Beispiel die Sache mit den Heilsteinen, das war schon genial. Also ich habe mich echt bereichert gefühlt von eurem Rollenspiel und eurem Untereinander. Das ist mir persönlich das Wichtigste. Ich fand es auch nicht schlimm, dass es keinen Kampf gab. Wobei ich bereit wäre, ihn zu führen, wenn ihr euch dumm benehmt. Ja? Das steht zu befürchten. Das könnt ihr Ote machen. Und ich bin auch ziemlich erschöpft. Und das war jetzt eine Kraftanstrengung für mich, das durchzuziehen. Weil ich heute 4 X-Wing-Spiele hinter mir habe und einen ruhmreichen 14. Platz eines Turniers bestritten habe. Und das bin seit 6:30 wach und habe viele Konzentrationen hinter mir. Seit 6:30? Okay, wir reden drüber, wenn ich Kinder habe. Genau, ja. Dann ist 6:30 ist und für dich ausgegangen. Es hat geklappt, dass ich nicht unterbrochen wurde bei Beschreibungen, die ich versucht habe, an den Mann zu bringen. Und das ist mir ganz wichtig, weil sonst brauche ich mich hier nicht hinsetzen. Also danke für euer Rollenspiel, danke für eure Unterstützung und ich freue mich, dass es euch gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Adieu.